Hallo und herzlich willkommen, mein lieben Schnittchen, bei einer geschmeidigen Runde Heroes of Might and Magic 3 HD Edition mit Jay und Peter zusammen. Hallo, guten Tag. Und ja, ich darf anfangen und ich habe die Sumpfviecher. Haben wir nicht gerade noch gesagt, dann ist RIP. Wer die Sumpfviecher hat, ist RIP. Ja? Das ist natürlich ärgerlich, Mensch. Ich hab die Sumpfviecher, ey. Tut mir sehr leid. Boah, dann kaufen wir hier mal was. Sind damit fertig. Peter, du kannst jetzt parallel auch in deine Stadt reingucken. Ja, ich guck mir erstmal meinen Held an. Ich hol mir mal Glück. Hier sind direkt. Spielen wir eigentlich mit NPCs? Nee, oder? Nee, wir spielen nur gegeneinander. Okay. Das Ziel ist es, alle auszurotten. Oh, ich kann direkt schon nicht mehr laufen. Oh Gott, das wird ja 100 Jahre dauern. Oh no! Ja, liebe Freunde. Ja, dann ist mal eine richtig schön lange Sache. Guck mal, und da ist Sexy Jay am Zug. Und jetzt bin ich am Zug, ja, und jetzt sehen wir hier meine unfassbar schöne Stadt. Was hast du für eine Stadt? Eine schöne? Ah, lame, hat er wieder Angst, sich zu verraten. Ich sag mal so, ich bin tot. Das ist, wenn ihr beide Sumpf habt, das geht doch gar nicht. Ich bin ziemlich tot. Nein, er hat die Untoten. Er hat Necro City oder wie hieß die? Profil ist der Junge. Necro City? Sowieso. Das ist ja frech, Peter. Das finde ich jetzt echt ein bisschen zu hart, muss ich ehrlich sagen. So. Mann, ey, das ist ja Nostalgie hier, dieses Spiel. Leckt mich am Arsch. So, jetzt gehen wir hier. Geil, ne? Oh, geil. Guck mal hier. Zack. Zack. Oh, nice. Das ist ja richtig gut hier. Warum habe ich denn bitte ein Dämonentor vor meiner Nase? Das zackt. Eben kurz das hier noch umstellen. Was mache ich mit dem jetzt? Da will ich noch nicht hin. Faltest du direkt? Wäre hart. Nee. Ha! Witzig. Ein Ring der Vitalität als Untoter. Ist ja lustig. So, Zug beendet. Dann müsste ja jetzt. Peter ist am Zug. Ich bin braun. Ich bin braun. Peter ist braun. Ja, was bist du? Ja, du hast mir auch nicht gesagt, was du bist. Ich hab gesagt, ich bin sehr tot. Ja, ach so. Das heißt trotzdem nicht, dass du gesagt hast, wer du bist. Alles klar. Wenn das nicht deutlich ist. Na, okay, verstehe ich da nicht. Ich kann ja sagen, ich bin sehr snobbig. Hoch. Hoch. Turm? Muss der Turm sein? Ja, irgendwie sowas. Na, Peter hat natürlich wieder die stärkste Fraktion. Oder er hat die Engel. Das kann natürlich auch sein, wenn er meint, die Engel fliegen empor. Aber wie kann ich denn? Scheiße. Ey, das ist ja 100.000 Jahre her, wo ich diesen Scheiß gespielt habe. Was ich eine sehr, sehr coole Sache finde hier in den Dingern, du kannst auf die Zahnrädchen mal drücken, Peter. Die da so in der Mitte sind. Ja. Nicht auf die Uhr. Und dann kannst du mal auf SD drücken. Videoqualität. Dann ändert der instant um. Das sah so sah das früher aus. Das ist mega cool, dass das halt einfach so abändert. Und wo ist das Zahnrädchen jetzt hin? Achso, das ist jetzt kein Zahnrädchen mehr. Das ist dann jetzt was anderes. Okay. Das stimmt. Scheiße, wie funktioniert denn das nochmal mit den Zaubern? Ich habe jetzt hier so ein Zauberding gebaut. Wie kann ich denn meinem Typen jetzt diese Zauber geben? Kannst du dann Doppelklick auf deinen Helden mal machen? Außen, außer Stadt. Und dann kannst du unten rechts, müsste so ein Zauberbuch sein, in seinem, unter am Umhang. Ja, genau, da hat er nur einen einzigen Zauber drin, der Lutscher. Dann gehe ich jetzt wieder in die Stadt. So, dann drück mal auf die Kampfzauber. Da sind so, wenn du dann nochmal drauf gehst, dann musst du unten auf Kampfzauber drücken. Ah, fuck! Jetzt habe ich meinen Held zu viel bewegt und zwar vollkommen umsonst. Du kannst zwischen Abenteuer und Kampfzauber austauschen. Ich glaube, ich kämpfe jetzt hier direkt am Anfang erstmal. Die machen wir schon mal weg. Wen greifst du jetzt an? Oh, das sind aber viele. Was hast du angegriffen, Peter? Das sind so Pikeniere, glaube ich. Aber das ist aber die schwächste Einheit, Peter. Pikeniere sind easy. Ja, richtig. Oh, habe ich schon direkt gedamaged, Alter. Fett! Die Zauber gehen aber nicht weg, oder? Nee. Die behältst du. Du hast Mana. Mana oder so, ne? Ach, shit. Genau, du hast Mana. Muss ich Mana dann wieder auffüllen, oder was? Oder ist das nach dem Zauber, nach dem Kampf automatisch? Du kannst, glaube ich, pro Runde, oder pro Zug kriegst du, glaube ich, einen pro Tag wiederhergestellt.
Der lebt immer noch? Der ist cool, okay. Der Held. Ein glorreicher Sieg! Boah, Peter. Lecco mio. Oh, ich habe aber gut Verluste einstecken müssen. Lecco mio, ey. Ja, aber dafür bist du jetzt bei ich weiß nicht wo. Jawohl, sehr gut. Also die Map ist eine mittlere Map, die wir haben. Die ist gar nicht so groß. Das heißt, wir sehen uns auch fünf bald. Stunden sehen wir uns. Mein Zug ist vorbei, Leute. Juhu! Jetzt ist Seppel dran. Jawohl, Seppel ist am Zug. Jetzt darf ich endlich. So, ich möchte jetzt aber erstmal ein. Hier hin. Was sind das? Wie viele sind das? Viele Zwerge. Zwerge war auch die Basic-Einheit. Zwerge, ne? Ist die. Nee, die zweiten. Oh, scheiße, sind schon die zweiten. Ich hole mir jetzt erstmal eine Echsenhöhle. Dann hole ich mir noch einen neuen Helden. Das sind die Taktiken, die ihr da fahrt. Und dann. Was denn für Taktiken? Hole ich mir hier alles. Beispielsweise alles. Baue immer am Anfang erstmal Gold. Ja, das habe ich aber auch gemacht. Aber was baust du am Anfang immer erstmal? Immer oben links ausbauen. Ich muss jetzt hier. Ach, das kann natürlich auch nicht richtig sein. Zack, mit der Tante muss jetzt los. Das ist nur das, so wie ich das immer gespielt habe. Echt scheiße. Zwerge, ihr seid jetzt dran. Oh nein, der hat schon aufgerüsteten Zwerg. Oh, Kacke. Ist klar. Kampfzwerge. Ja, der hat schon 5 Kampfzwerge. Das könnte jetzt ein bisschen haarig für mich werden. Stimmt, du kannst die auch aufrüsten, ne? Ja, ja. Und man sollte auch mehrere Helden kaufen, war? Das ist auch noch wichtig, glaube ich. Ja. Ist ganz gut zum Erkunden, ja. Aber bei mir sind halt überall voll die starken Viecher schon, Alter. Das ist echt kackjes. Alter, die machen ich hab die Nagas voll, hier. Alter, die Nagas sind so krass, die Viecher hier. Alles wie viel Leben klar. Hat dein Nager? Ja, du meinst Gesundheit? 110. Ah, meine schwarzen Ritter haben 120. Sind die schwarzen Ritter deine vorletzte Einheit, oder was? Ja. Oh, lol. Wie viel hat denn dein was hast du, ein Drache oder sowas? Ja, noch ein Drache. Ich hab 150 richtig verloren, Gesundheit. Ey. Richtig gut. Ja, hat ne? Meine auch 150. Echt jetzt? Oh, ich dachte sogar mehr. Dein Wolkenknabe, oder wie der heißt. Gigant heißt der. Gigant. Yes, Kristallmine. Hast du gerade verloren, Sepp, oder was war da los? Nein, ich habe aber richtig hart aufs Maul gekriegt. Die Kristallmine hast du schon? Ich habe richtig hart aufs Maul. Ja, das ist die einzige Mine, die ich hier in der Nähe habe. Das kann doch nicht sein. Okay, ich kann nicht mehr laufen. Aber du bist dran, Jay. Truppenstärke, okay, dann gucke ich das gleich nach. Wir sind am Zug. Plan wie folgt ist, ich tausche die Helden, weil ich den anderen Helden geiler finde. Das heißt, der kriegt das. Der kriegt das. Der das. 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 Und das. So. Wie viel Israel Leben hat jetzt eure die beste absolute Einheit? Nummer 1. Was sagtet ihr? 150. 150. Meine Hydra ist am 175. Das ist ja gar nicht so verkehrt dann. Na, die aber alle anderen deine, Einheiten deine sind voll okay. Ja, mega krass. Ist das? Brauchen wir nicht. So, und dann. Machen wir den hier mit. Scheiße, ey, alles verloren hier. So. Bauen. Und dann beende ich meinen Zug. Ja, tschüss. Ging ja zügig. Peter ist am Zug. Brown. Das Schöne ist, ich gehe erstmal pinkeln. Boah, ein Rudel Erzmagier, ey, das ist ja schön. Die freuen sich auf mich. So, da werde ich nicht gegen kämpfen. Ein Rudel Großelfen ist zu krass. Ein Rudel Hobo-Goblins, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber da oben haben wir jetzt die Mine entdeckt. Da wollen wir früher oder später hin. Gehen aber vorher nochmal in unsere Stadt. Um hier das zu machen, was mir gerade gesagt wurde, nämlich Helden rekrutieren. Weiß ich jetzt leider nicht, wie die sich voneinander unterscheiden. Der eine ist ein Barbar und der andere ist Alchemist. Einen Zauberer habe ich schon. Nehmen wir doch mal den. Ach lol. Das oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Peter! Ich bin doch nur auf Klo und du machst alles falsch. Was denn? Du kannst immer zu Beginn deiner Woche
deiner frischen Woche kannst du immer einen von deiner Stadt rekrutieren, einen Helden. Dann hast du wenigstens die Truppen von deinem Helden. Ja, ich habe jetzt andere Truppen. Du hast jetzt den Barbaren ausgesucht. Stimmt, ich hab das aber auch anders gemacht, weil ich den 1:1 gleichen Helden hätte kaufen können und das ist halt Bullshit. Ach so, stimmt. Ja, ich habe jetzt den Barbaren ausgesucht. Kann ich den jetzt auch nochmal tauschen? Wie hast du das mit dem Tauschen gemacht? Du musst zu dem hinlaufen. Also zu deinem anderen Helden. Dann kannst du die Truppen dann untereinander tauschen. So, die Truppen oder wenn die halt beide tauschen. In der Stadt sind, ja, oder okay. Was auch immer. Okay. Zug beendet. Kann man eigentlich speichern? So, ich darf dann mal wieder. Das heißt, ich kann hier eigentlich gegen nichts kämpfen bei mir. Das ist ganz schön. Habt ihr irgendwas gemerkt, dass ich gespeichert hätte? Nee, ja, hab ich nicht. Aber wie kommst du hier denn jetzt auch schon zwei Helden haben? Sind die beide von deinem Dingens oder was? Nee, meine nicht. Bei mir ist ja auch der eine falsch. Nee, ich meine bei Jay. So, ja. Budget. Und wie kann das sein? Weil ich mir halt einen, ich konnte aussuchen zwischen einem toten Helden und einem, ich glaube so einem Helden, den Sepp hat. Ja. Und der Alchemist wäre jetzt richtig bei mir oder hattest du einfach nur Glück? Nee, du hast halt, also es gibt halt, wie gesagt, es gibt zwei Heldenarten. Das sind halt die Fernkämpfer, also die Zauberer und die Krieger. Und du kriegst zu Beginn immer auf jeden Fall von einer Woche einen Helden, der von deiner Stadt ist, also von deiner Rasse oder wie es auch immer nennen möchtest. Ich nenne es jetzt von deiner Stadt, also vom Turm. Ja. Und in dem Fall hast du jetzt halt einen Alchemisten gehabt. Und der andere heißt, ich weiß nicht, wie der andere heißt. Alchemist hört sich nach Magier an. Ich habe beispielsweise einen Totenbeschwörer und einen Todesritter. Okay, der Alchemist wäre also von meiner Stadt gewesen. Ja, und dann kannst du in dieser Taverne, kannst du Rechtsklick drauf machen und dann siehst du, was sie haben für Truppen. Ah, lol. Das ist ja mega smart, das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Magier, Marktplatz, Schmiede brauche ich. Kann ich den nächste Runde einfach auch nochmal rekrutieren? Ja, kostet halt 2500. So, next one! So, jetzt ist Sexy Jay am Zug und Sexy Jay macht diesen Zug. Und den Zug. Ey. Oh, das ist ja nice. Das war bei mir ganz schön dämlich, die einen Viecher anzugreifen. Da haben wir viele Meister-Gremlins. Oh, die können schießen, das weiß ich noch. Aber was es dafür gibt, ist ein bisschen geil. Ja, da muss ich das Risiko eingehen und die angreifen. Fixi, oh, die weg, fliehen Junge. Sogar. Was, die als fliehen? Die müssen nicht mal gegen die kämpfen, aber das Problem ist, ich habe Nekromantie. Und Nekromantie bedeutet, wenn ich Gegner töte, kriege ich mehr Skelette. Das heißt, eigentlich muss ich kämpfen. Das ist natürlich assi für euch. Nicht verkehrt, ne? Aber ich kämpfe jetzt. Ich will auch mal kämpfen. Ich hab gar nicht gekämpft. So, hier, zack. Magischer Pfeil. Jawohl. Und da das ein Huren-Fernkampf-Bongo ist. Hässliche Nasen, so wie Peter. Hey. Ja, du bist doch der Turm. Oh, Peter, das war ganz schön dumm, dass wir falschen Typen gekauft haben. Ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, machst du nix. Verstehe ich. Ja, gut, das sind jetzt nur 2500. Das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, ne? Und dann hast du drei. Ja, also ich will auch noch einen dritten holen. Glaube ich. So, pass auf. Ich habe jetzt ein Skelett verloren und einen Geist. Was bekomme ich? 4 Skelette. War jetzt nicht so ein geiler Tausch, aber okay. Was haben wir hier? Lol, würdet ihr gerne Titanen rekrutieren? Also ich konnte Zwerge rekrutieren, aber... Ich kann direkt einen Titan rekrutieren. Ja, Sigi, Mann. Titan, Junge. Ich hab Oliver Kahn. Okay. Jeder ist am Zug. Braun. Wie immer. Also das ist jetzt nicht Hals- und Beinbruch. Braun, nee, aber jetzt gerade beim Anfang wäre geil gewesen. Hast du gerade gesagt, Jeder ist am Zug. Braun wie immer. Ja, genau. Nachdem ihr einen kleinen Jungen von einem Rudel Wölfe gerettet habt, bringt ihr ihn sicher zum Rittergut seines Vaters. Der dankbare Edelmann belohnt euch mit dem Abzeichen der Courage. Oh, leck mich am Arsch, ey. Das ist aber ganz schön nett. Peter, ich hab jetzt einen Titan. Hast du auch schon einen Titan? Nein, ich hab keinen Titan. Titan! Junge, der Titan wird alles zerstören. Ich sollte zu dem Brunnen mit dem einen. Aber das war's auch schon mit meinem Zug, Leute. Next one. Guck mal, geht auch schneller. So, bei mir geht's jetzt weiter. Ich
muss hier einfach mal unbedingt was tauschen. Das geht nicht. So geht das doch nicht weiter hier. So. Ich kaufe mir jetzt auch noch einen Helden. Das ist doch alles scheiße. Wieso kann ich den nicht kaufen? Oh, ich kann nur einen pro Woche kaufen. No! Das stimmt nicht. Ach nee, weil mein Held gerade in der Stadt ist. Deshalb wahrscheinlich. Okay. Ja. Ja, cool, da war damals noch nicht erfunden. Zack, erstmal alles vollgeballert. Jetzt habt ihr wahrscheinlich alle drei Helden, wenn ich das richtig sehe, ne? Jetzt haben wir noch keinen dritten geholt. Ja, meine Diebesgilde sagt das Ähnliche. Achso, es muss immer eine Armee mit beim Helden bleiben, so war das, ne? Genau, deshalb kann die das nicht verlassen, okay. Na, was haben wir noch? Einen anderen Drakon habe ich jetzt hier. Drakon macht das jetzt. Ich muss diese scheiß Echsenmenschen da hinten jetzt wegmachen. Und der andere Held, was kann der denn noch machen? Ich kann nicht hier hinten noch erkunden. Joa. Garten der Enthüllung, einmaliges Wissen plus 1 pro Held. Darf ich das dann mit jedem Helden einmal immer besuchen, die ganzen Sachen? Weißt du das noch, Shay? Oder ist das dann einmal weg? Du kannst Rechtsklick draufdrücken oder du kannst die Maus drüber hovern, dann steht dann da so nicht besucht in der Mitte. Genau, unten nicht über deinem Quecksilber und dem Stein. Ja, genau, aber wenn ich das. Genau. Plus 1 pro Held, einmaliges Wissen. Kann ich dann am Ja, dann hingehen? Kannst du es bei jedem. Nee, bei jedem. Also jeder Held einmal dann. Okay, dann gehen wir mal da rein. Jawohl, das ist so dauerhafte Statusveränderungen. Dann ist dann halt so dieses komische Garten des Glücks, das kleine Ding. Oder so ein Zaubererturm. Oder eine, keine Ahnung, was da alles so gibt. Okay, dann ist Jay dran. Und dann müssen wir gleich mal zur Goldmine. Genau, und unser Plan ist es jetzt, dahin zu hovern. Zack. Und du gehst dahin. Das wird jetzt hart. Wir kämpfen jetzt. Ah, ne, warte mal, ich will das hier nochmal umstellen. So. Wir kämpfen jetzt gegen viele Waldelfen, die mich angreifen. Stufe 3 Gegner. Aber wir haben jetzt einen Titan. Ja, der Titan wird einfach zerstören. Sonst bin ich gefickt. Jawohl, ja. Alles klar. Alles klar. Okay, pro Schuss, pro Elf. Ich habe 3 Elfentruppen als Gegner. Sterben 3 Skelette. Ist noch nicht so geil. Da müssen wir einfach mal jetzt volle Karacho nach vorne gehen. Oh Gott, Alter, meine ganzen Skelette sind gleich tot. Scheiße! Übertreib mal nicht! Ja, doch, das ist wichtig. Da ist eine Mine hinter, die will ich haben. Da muss man halt einfach mal auch ein Opfer bringen. Also Langzeitspiel. Long Game. Ja, the long game, genau. Guck mal, ja, jetzt kann der Scheißelf nämlich nicht mehr schießen, nur noch mit seinem hässlichen Messer angreifen, der Ficker. Weil ich im Nahkampf bin, du... Alter, nur auf meine Skelette, ihr Huren! Ohne Scheiß, die sind extra nach oben gewandert, um meine Skelette anzugreifen, die Fotzen. Ich habe jetzt 35 Skelette verloren und habe 5 Skelette bekommen. Aber dafür hast du ja auch die Mine dann, oder was auch immer das war. Mine bekommen, ja, das stimmt. Würde ich jetzt schon als Worth betrachten. Der geht jetzt dahin. Du. Warte, für eine Mine waren das? Schwefel. Ja. So, und dann bauen wir noch. Dich. Kann ich hier noch was kaufen? Jede Fraktion hat doch immer so ein Element, was sie für ihre Fähigkeiten brauchen. Beenden wir mal den Zug. So. Wie kann ich da nicht bauen? Wieso kann ich keine Golems-Fabrik? Wie kann ich nicht bezahlen? Oh, Peter, kein Geld mehr. Oh, was fehlt mir? No money in the bank mehr. Scheiße! Na, kein Erz mehr oder kein Holz? Er lebt über seinem Standard. Erz ist super viel, super teuer bei der Turm. Okay, pass auf, dann probieren wir erst was anderes. Komm ich mit dem bis da? Ja, das ist ja Gold, das ist gar nicht Erz. Scheiße, ist das auch eine Goldmine? Fuck, ich hab doch gar keine Erzmine und hab null Erz. Oh, das ist schlecht, Peter. Also, denke ich mal. Oh ne, warte mal. Yes. Harpien sind die zweitstärksten von der Fraktion Jay, ne? Yo. Ja, gebt mir noch Riesengorgonen hier rein, ihr Fotzen. Oh Mann, ey. Okay, jetzt müssen die Zentauren dran glauben, Leute.
Ja, wieso kriegt der scheiß Zentaur immer Glück und dann nochmal so ein extra Schiss oder was? Oi, oi, oi. Fick dich. So, platt gemacht alle. Arschkriecher, ey. Oh, eine geile Goldmine, Junge. Hast du auch eine gekriegt? Ja, habe auch eine gekriegt. Gorgonen kriege ich nicht kaputt. Wie stark sind Gorgonen? Wahrscheinlich ziemlich stark, ne? Ja, das sind die Stufe 5 Viecher von Sepp. Alter. Jawohl, Peter, geh mal drauf. Verarsch. Okay, wo gehe ich denn da noch hin, ey? Hier ist alles voll mit fiesen Gegnern. Wie scheiße ist das denn? Ja, Gorgonen haben 70 Leben, Peter. Wir machen 12 bis 16 Schaden. Okay, dann gehe ich mal dahin. Wobei, dann kann ich auch in der Stadt einmal vorbeigehen eigentlich. Weil ich wüsste gar nicht wofür. Na egal, auf jeden Fall ist mein Zug beendet. Jawohl, ich darf wieder. So, was war denn jetzt mein glorreicher Plan hier? Was sind das hier für Löcher? Wir haben genug immer Zeit zu planen. Mein Land sieht übrigens aus wie Südamerika. Nee, Afrika. Ein Obelisk deckt doch die Karte auf an der Stelle irgendwo, ne? Sehe ich das richtig? Da mal hin. Ihr betretet auf einen Obelisken, der aus einer Steinsorte besteht, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Als ihr ihn intensiv anstarrt, verändert sich die glatte Oberfläche zu einer Inschrift. Die Inschrift ist Teil einer alten, verlorenen Karte. Schnell zeichnet ihr sie ab und die Inschrift verschwindet. Bla, bla. Okay. Ach, das war das mit dem... Ja, stimmt. Das ist ja so ein Rätsel. Ne? Wenn du mehrere findest, dann zeigt er dir an, wo das liegt. Ne? Ah ja. Das war doch cool. Ja, der Gral ist holy shit, den will jeder haben. Oh ja. Naja, wir haben den vorletzten Tag der Woche. Ich könnte jetzt solche voll auf Einheiten gehen, aber kein Geld mehr. Wir bauen mal einen scheiß Marktplatz. Ja, das ist echt doof. Ich brauche halt diese Goldmine. Aber der Vorteil ist, wenn du natürlich jetzt die Truppen hast, ja, die nimmt dir ja eigentlich keiner mehr weg. Ja, das stimmt. Das ist ja ein guter Vorteil. So, Jay ist dran. Jay ist dran, so sieht's aus. Unser Plan ist wie folgt: Mit dem machen wir das hier. Kann ich da weiter? Okay, guck mal, da kann man. Wow. Okay, da kann ich nicht weiter. Kann ich hier was mitmachen? Okay, da geht auch nicht lang. Wo denn da? Du gehst kämpfen. Okay, diesen Fernkämpfer, gegen den will ich nicht kämpfen. Oh, nice. Oh, nice. Kann ich da dran? Alter, da komme ich auch nicht dran. Fick mich doch hart. So, und der Plan ist jetzt tatsächlich, dass wir, glaube ich, uns das Mausoleum kaufen, weil jetzt habe ich noch 2 Tage und dann kann ich jetzt das bauen und dann das. Dann haben wir dann was in der nächsten Woche. Was kannst du mit dem Mausoleum machen? Truppen kaufen. Ach so. Und dann beende ich meinen Zug wieder. Zack. Waren das sogar deine? Logischerweise sind das meine. Ja, weiß ja nicht. Wann ist so ein Artefakt? Oh. Nein, nicht von dem. Oh, Peter. Möchtest du es beschreiben? Vielleicht kann ich dir erklären, was es ist. Es sieht aus wie ein Skelett, was die Arme hochhält. Oh, what? Ich weiß, was es ist. Das negiert dir deine gesamte Moral, wenn du es ausgerüstet hast. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ein Rudel Peter kennt sich doch mit Moral mittlerweile aus. Träger und ein Rudel Pikiniere bewachen es. Möchtet ihr das Artefakt? Nee, dann nicht. So kommst du dann nicht. Da ich leider keine Golem-Fabrik bauen kann... Und da echt hinterhängen, baue ich mal das Ding her. Damit ich wenigstens. Boah, das ist echt scheiße. Du kannst einen Marktplatz bauen und das ertauschen. Wenn dir das wichtig wäre. Shit! Ja, okay, ist egal. Aber das ist super teuer. Tipp. Ist jetzt auch eh zu spät, weil ich bin schon bei Tag 6. Das heißt, hätte ich jetzt auch nicht mehr hingekriegt. Bis zur nächsten Woche. Also, ich würde dir das auch nicht unbedingt. Und würdest du dir nicht vorbeeren? Okay, mein Zug ist vorbei. So, ich würde dir das auch nicht unbedingt empfehlen. Bei mir ist Tag 7. So. Ich darf jetzt noch... Jo, Alter, gleich ist die neue Woche. Glück, Glück, Glück. Ich weiß noch genau, es gibt immer... Bei der Woche ist es immer eine Woche von irgendwas Besonderes. Die Woche der Engel oder die Woche der Windmühle oder so eine Scheiße. Und dann gibt es auch den Pestmonat oder Pestwoche. Halbiert dann alle Truppen in deiner Stadt. Das ist echt assi. Also wenn du da richtig viel gesaved hast, dann bist du gefickt. Na, lauf du mal dahin. Geh du mal erkunden. So, und... Petey ist dran. Okay, alles klar. Okay, nee, Jay interessant. Haben wir jetzt die Reihenfolge verändert? Krass,
krass, dass Peter jetzt dran ist, aber ich dränge mich nochmal dazwischen, ja, bevor Peter. Oh Mann, Jay, du Arsch, ey. Willst du mal im Mittelpunkt stehen, ja? Ist der Kuli nicht dran? So, du gehst das machen. Warte mal, das muss ich jetzt einmal abchecken. Das ist doch. Alter, das ist eine Quecksilbermine. Boah, soll ich. Boah, das ist aber hart jetzt. Könnte ich sterben? Ah, scheiß drauf. Ah, die wollen nicht kämpfen. Yes, Titan sei Dank. Keiner hat. Alle haben Angst vor meinem Titan. Wie bist du an den Titan gekommen? Ich hatte bei mir ein Flüchtlingslager. Sind so Zelte um so ein kleines Lagerfeuer drumherum. Und ja, da wird per Zufall einmal die Woche kannst du da eine Truppe kaufen und egal, also irgendwas. Und ich hatte zufällig den Titan da gehabt. Super viel Glück gehabt. So, dann kaufen wir uns hier die Liche. Und ich glaube, ich beende meinen Zug. Zack. Und du musst, glaube ich, erstmal Kavalleristen bewachen sie. Ja, klar, ja genau. Du musst ja, das ist gut. Easy, machen wir das. Das machst du nicht. Wieso nicht? Die sind voll. Hat Alter, er nicht Zweitbeste gesagt gerade? Das sind die Zweitbesten, Peter. Die mein haben Gott. 100 Leben oder so. 120 Leben. Deine haben 115 Leben. Haben wir doch herausgefunden. Deine Nager. Und du hast Gremlins. Oder nicht? Oder hast du irgendwas Neues, wovon du noch nichts erzählt hast? Nee. Peter macht das jetzt mit seiner krassen Armee. Wie viele sind's? Jetzt noch 6. Es waren vorher wahrscheinlich auch 6. Kann sein, ich habe den angezaubert. Tja, das Peter, ich würde ja fliehen vorschlagen, aber. Ja. Alter, die machen ja echt richtig viel Damage. Weil es die zwei höchste Einheit ist. Okay, ich sollte definitiv fliehen. Die hat ja viel zu viel Damage gemacht. Wie? Wieso ist der Held denn jetzt auch weg? Ja, den kannst du jetzt dann in der Taverne neu kaufen, immerhin. Ach so. Hast halt die Stärke und alles. Dann, noch dann mal hast du immerhin. Halt, wenn er gelevelt ist, hat er schon die Ich Erfahrung. Verliere trotzdem all meine Einheiten? Ja, das stimmt. Aber was ändert das? Du hättest eh verloren. Oh, das ist hardcore. So, es beginnt eine neue Woche. Astrologen verkünden Kondor-Woche. Das ist, glaube ich, für keinen von uns besonders, ne? Naja, ist nichts Spannendes. So, laufen wir mal hier oben hin. Hier oben können wir noch ein bisschen was einsammeln mit dem wenigstens. Und in der Stadt können wir jetzt kaufen. Wow, für 4000, das ist jetzt nicht so ganz so viel. Ich hole mal die Echsenmenschen. Kostet 1000. Das ist auch wieder was für ein YouTube-Stream, so ein Spiel. Kannst du auch schön die Sichten noch wechseln. Das Geile ist, was machst du dann die ganze Zeit bei der einen Sicht, wenn da nichts passiert? Da popeln oder... ja, dann können die Leute immer gleichzeitig wechseln. Also die können das halt auch selber machen. Oder, Nein, ich hab nicht mal Geld. Du kannst mit dem Chat agieren. Ich meine, jetzt können wir mit unserem WhatsApp agieren oder sowas. Wieso hab ich kein Geld für eine Schmiede? Ich hab doch genug Geld. Aber wahrscheinlich nicht genug Holz. What? Mir fehlen 2 Holz. Oh, das ist so 1:5. Oh, das ist aber haarig. Das ist aber haarig. Kann ich noch irgendwas anderes bauen? Taverne habe ich schon. Skulptur der Furcht. Ja, das ist nicht. Aufgerüstete Schlangen, Hauptmannquartier. Oh, erhöht die Gnollproduktion pro Woche um 5. Ja, das ist 1000. Ich glaube, ich baue diesen Tag einfach mal gar nichts. Manchmal muss man auch mal nichts bauen. Alter, das ist ja Wucher hier. So, ich habe die gehörnten Dämonen von Peter gefunden. Die stehen bestimmt da. Ein Rudel gehörnte Dämonen. Ja. Ist Peter doch bei dir in der Nähe? Ja, das ist halt eine kleine Map. Das sind halt alle irgendwo in der Nähe. Darf ich Bogenschützen angreifen? Meinst du Großelfen? Nee, Bogenschützen heißen die. Ja, sind Stufe... Lass mich nicht lügen. 2 Viecher. Ich weiß noch nicht, okay, ob sie ausgerüsteten sind oder nicht.
glaube nicht. Weiß ich nicht, heißen die denn anders? Ja, Scharfschützen heißen die, glaube ich, dann. Dann sind sie ja, nochmal okay. Nicht die Aufgerüsteten. Für dich glücklicherweise. So. Jetzt kann ich noch das kaufen. Das kaufen. Oh, ich kann zwischen... Ui, ich kann zwischen zwei Totenbeschwörer-Spackos erwählen. Das ist ja cool. Dann nehmen wir doch den. Das ist ja nice. Ah, Glück. So. Was macht der jetzt? Ja, nach unten gehen. Und ich beende meinen Zug. Peter startet seinen Zug. Die Astrologen verkünden die Kondorwoche. Die Bevölkerung aller Behausungen nimmt zu. Ja, meine Behausungen sind schon leer gekauft wieder. Sehr traurig. Hattest du so viel Geld? Ja. Hast du auch schon die Dingens? Das Stadtrathaus? Ja. Jay, du krasser, geiler Typ, ey. So, kaufen wir doch mal hier geile Truppis. Was bringt mir eine Munitionskarre? Wenn du einen ganz, ganz langen Kampf hast, deine Einheiten haben, deine Fernkampfeinheiten, sofern du überhaupt welche schon hast, haben Munition dabei. Wenn du Munitionskarren hast, haben die unendlich Munition. Die können dann nur drei Runden schießen. Können die halt oder so. Irgendwann, ja genau, können die nur 4 oder 5 Runden hintereinander schießen und dann müssen sie halt in Nahkampf. Ja, guck mal, jetzt habe ich einen richtig fett ausgerüsteten Helden, Junge, ich sag dir. Richtig fett. Ich konnte tatsächlich meinen getöteten Helden wiederbeleben. Ja, das ist doch schön. Also nicht den, mit dem ich geflohen bin, sondern der gestorben ist, witzigerweise. Ach so. Alles klar. Ja, keine Ahnung, da blicke ich dann auch noch nicht so 100% durch, wie das da geht. Bei mir sterben die nicht so häufig. So, und jetzt habe ich beispielsweise, ich habe 38 Gremlins, ja, 16 gute Gremlins, 3 von den... Du kannst auch die schlechten Gremlins aufrüsten, wenn du das willst, ne? Oh, indem du Doppelklick denn? Drauf machst in der Stadt. Einheit aufrüsten? Ja, klar, immer her damit, Biatch. Ja, und dann kannst du die zusammenlegen. Das ist gut, ja. Erstmal gemacht. So, guck mal, wie stark ich jetzt bin. Aber die viertstärkste kann ich immer noch nicht angreifen, wa? Hm. Muss ich mich mal an den Bogenschützen da. Ja, die Erzmagier sind auch viertstärkste Partei, oder? Ja. Nur aufgerüstet. Und Fernkämpfer. Nicht so geil als Gegner. Ach, die sind aufgerüstet? Mhm. Und Zug beendet. So, ich darf mal wieder hier. Jay sehe ich da oben, wie er schön am Stissel ist. Oh! Ein Kriegseinhorn. Das beschützt ein Schild. Kriegseinhörner sind, glaube ich, dritte oder vierte. Und Kriegseinhorn ja nochmal die aufgerüstete, ne? Das ist uncool. Oh, ich komme bis da. Das ist geil. Klauen wir uns das mal. Und schnappen uns die 1000 Gold pro Tag. Das Schwefel und das Gold hier. 800, nice. Und dann gehen wir uns gleich um die Diamantmine holen, oder? Na, Diamant dürft ihr ja nicht brauchen. So. Was kann ich denn jetzt bauen? Jetzt kann ich endlich mal die Schmiede bauen. Zack. Das muss ja echt eine schöne Melodie sein, ey. Und Jay ist dran. Bei mir war gar nicht so viel los, die Runde. Dafür bei mir umso mehr. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Okay. Du machst... Ja, was mache ich denn jetzt mit dem hier? Gehst du jetzt da hoch? Zeit. Ja, du gehst da hoch. Nee, fuck.
So. 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 Und so. Volle Pulle. Auf die Stulle. Was macht der denn jetzt? Ich glaube dahin. Und was machst du? Du gehst dahin. Weg. Kurz dahin. Du kannst jetzt hier das Quecksilber farmen gehen. Ja, was mache ich denn mit dem jetzt? Ah, dahin. Und dann bauen wir ein Schloss. Lecker. Ein Schloss. Was für Einheiten? Ist beendet. Hast du schon alles? Das kann ich dir leider gerade nicht mehr sagen. Peter ist am Zug. Kannst du das jetzt mal angucken? Das würde mich nämlich interessieren, wie viel du schon... Nee, das kann ich dir auch jetzt nicht mehr sagen, Sepp. Doch, du kannst ja jetzt schon rekrutieren im Vorgucken, ja, ja. Wie viel du verfügbar hast. Ach so. Plus 24 Skelette. Du hast nur Skelette, okay, sonst hast du noch keine Einheit. Ja, vielleicht schon ein paar mehr. Also, du wolltest doch irgendeinen Richtwert haben. Ja, ich wollte wissen, was deine höchste Einheit ist, die du bauen kannst. Das kann ich dir leider noch nicht genau sagen. Also, kann ich dir schon sagen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte, wenn du direkt neben mir bist. Was? Das muss nicht sein. Alter, Fernkampfeinheiten sind Hurensöhne. Ja, sind sie. Alter, ja. Wenn ich gegen Gegner kämpfe, dann haben die immer zwei Schüsse. Das ist so eine asoziale Scheiße. Peter hat einfach nicht so viel Glück, echt. Oh, jetzt muss ich mal gleich die Bogenschützen hier weg und dann läuft das hier. Wo konnte ich denn nochmal die Moral von der Truppe sehen? Doppelklick auf deinen Helden, ja. Rechtsklick auf die Truppe. Gewonnen! Nice, Peter. Ich habe aber 23 von meinen guten Gremlins verloren. Ja, das ist assi. Die werden halt gerne abgeschossen, weil die halt so schnell sterben. Die haben echt kein Leben. Kobold bietet euch das Artefakt himmlisches Segenhalsband für die bescheidene Summe von 3000 Gold und 5 Holz an. Möchtet du kannst Rechtsklick das drauf machen, dann kannst du sehen, was es kann. Ah. Das Item. Plus 0 auf alles. Alles klar. Ja, möchte ich gerne haben. Danke. Echt? So gut ist das? Ja, das war schon ziemlich stark, ehrlich gesagt. Orkführer. Was sind Orkführer? Ich weiß nicht, was das ist. Orks, die sind auch Schießer. Oh. Dritte Stufe der Barbaren. Kriege ich das hin? Ah, bestimmt. Ja, bestimmt. Glaub an dich, Peter. Ja, mit dem anderen Helden kann ich nicht allzu viel anstellen hier gerade. Deswegen gammelt der hier einfach nur rum und tut nix. Das ist aber nicht so cool. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Nix, es ist nichts zu tun. Er hat nichts zu tun. Er ist ein fauler Hund. Egal, ist dann halt so. Mein Zug ist beendet. Das heißt, es geht wieder bei mir weiter. Ich kann hier... Oh ne, das darf ich einsammeln. Ja, einsammeln ohne zu kämpfen, weil dann bist du nämlich tot, mein Lieber. Da fällt bei mir Step jetzt erst am Zug. Dauert das immer ein bisschen, oder was? Ja. So, die Goldmine habe ich. Oh, egal. Jetzt machen wir die Bogenschützen hier weg. Eingeschüchtert von der Stärke eurer Streitkräfte, beginnen die Bogenschützen zu flüchten. Möchtest du sie angreifen oder folgen? Nein. Wieso muss ich denn gegen die Assis kämpfen? Weil ich einfach zu krass bin, Peter. Ja, wenn du ab einer gewissen Truppenstärke von dir, also wenn du stark bist, ja, dann fliehen die auch. Na, du hast halt schon relativ hohe Verluste gehabt zu Beginn der Woche. Ja, das ist nämlich so ein bisschen echt dein Problem gewesen. Boah, das ist echt Alter, Rohstoffe tauschen ist echt schmerzhaft, ey. Nee. Nee. Lassen wir das mal. Umso mehr Marktplätze du besitzt, also wenn du halt andere Burgen noch hast, umso billiger wird das. Mit dem Tauschen. Komm, nehmen wir mal Hauptmannsquartier, das kann ich mir leisten. Weil ich kriege ja morgen wieder 2000 und dann löppt das ja. Jo! Chase dran! Ja, lecco mio! Da bin ich schon wieder dran. Da ging es schnell, ne?
Das ging ja wahnsinnig schnell. Da muss ich nicht mal, ich muss nicht mal kämpfen, die knien einfach nieder und fliehen. Ja, komm hier mit dem. Was haben wir denn da? Das ist aber interessant. Du gehst dahin. Ui. Ah ja, hier, guck mal, ich kann jetzt nochmal in mein Flüchtlingslager laufen. Gibt ja eine neue Woche. Und jetzt muss ich gegen Scharfschützen kämpfen. Jetzt gucken, ob sie mich... Nein, die greifen mich an, die Ficker! Ja, das wird Verluste regnen. Fuck! Das sind 24 von den Wichsern. Ah, drauf! Attacke. fliehen. Nee. Zack. Ja, komm, ey, fick doch nicht wieder meine Skelette, ihr Huren. Oh. Sterben immer direkt, die Ficker. Oh. Tja. Komm hier nicht dran mit denen. Denen auch nicht. Ich will lieber verteidigen. Verteidigen. Attackieren. Zack. LOL! Der hat die direkt getötet. Nice. Ich mag meinen Titan. Der ist MVP bei mir. Ja, so krass wie der ist, Und. Pssst, kaputt. So, 8 Skelette wieder verloren. Nice. Dafür kriege ich 5 wieder. Ja, ist okay. Okay, mit Leben. So, Obelisk. Gleich auch wie bei Sepp. Oh, okay, jetzt weiß ich, wo der Gral ungefähr ist. Ja. Ich glaube, es macht Sinn, tatsächlich zu warten. Ja. Mein Zug ist beendet. Und mein Zug hat begonnen. Und wir beginnen. Das ist schon wieder so kurz vor Ruhe vor dem Sturm bei mir. Bei dir? Warum bei dir? Weil ich jetzt gleich bei dir Weil ich jetzt gleich nicht mehr so viel machen kann. Außer in deine Richtung zu wandern, muss ich ehrlich zugeben. Hast du alles schon fertig bei dir? Ja. Oh, ich hab so Angst vor Profi-Gamer-Jay ein bisschen. der kann das Spiel leider ziemlich gut. Er hat nur ein bisschen Ahnung vor dem Spiel, aber ich weiß nicht, ob das reicht ja schon. Ja, das mag sein. Okay, ich battle die jetzt da weg hier, die scheiß Ork-Führer. Oh, da sind ja 14. Pfeh. Lach ich ja drüber. Ork-Führer? Das klingt irgendwie auch stark. Ach, Quatsch. Was konnte denn dieses Skelettschild nochmal? Das ist doch ein geiles Artefakt, oder? Das Problem ist, meine geilen Marmormenschen, die sind ja echt stark und so, aber bis die beim Gegner ankommen, das ist ja 100 Jahre. Das ist das Problem bei denen am Anfang. Gegen Ende kannst du die aber komplett zerschießen, wenn du dann irgendwann den Titanen hast und dann dein Erzmagierchen. Dann geht's ab. Dann ballerst du alles nieder. Wir müssen Peter schnell down kriegen, damit er nicht seine geilen Einheiten kriegt. Ich werde mich hier in Scheiß verbünden. Oh, eine Stufe. Stufe 2. Verbesserte Zauberei oder einfache Spähen. Oh. Boah, Alter, eine Wüfe. Ach, Alter, Vater. Wie teuer. Hier. Boom. Eine Menge Kristalle. Durch eine Lichtung erblickt er ein antikes Artefakt. Wenige Grottenlords bewachen es. Was sind denn Grottenlords? Stufe 5, Inferno, aufgerüstet. Glaube ich. Dann lasse ich die mal schön in Ruhe da. Also auf jeden Fall Stufe 5, meine ich. Und ich weiß nicht, ob sie aufgerüstet sind, aber Grottenlords hört sich schon sehr aufgerüstet an. Ich weiß nicht, wie die ersten Bongos heißen. Grotten. Die haben so eine Peitsche. Peitschen nicht aus. Was sind Augen des Bösen? Ah, das Artefakt hättest du gerne, die Krone, ne? Ja. Aufgerüstete Stufe 3. Schießend. Ach, ihr seht euch so richtig hart. Dann kann ich nichts machen. Ich sehe zumindest das, wo Peter schon ist.
Nächste Runde. Also, ja. So, weiter geht's. Ich habe hier gerade meinen Typen, mit dem ich sowieso nichts machen kann. Der kann jetzt mal in die Stadt. Und da eine Runde chillen. Meinem Haupttyp hier sammeln wir mal 500 Gold ein. Und dann gehen wir weiter hier vorne zu den Gnollen. Vielleicht wollen die ja überlaufen. Das wäre richtig nice. Ein bisschen Glück. Das wär geil. Und wir können das Stadtrathaus endlich bauen. Yes! Danach kam nichts mehr, glaube ich. Doch, ein Kapitol kannst du noch bauen, ne? Du brauchst aber ein Schloss für, Alter. Ist das teuer, ey. Ist klar. Ja, und dann war das auch mein geschmeidiger, schöner, entspannter Zug. Jay darf! Das ging fix. Sexy Jay ist am Zug. So. Alles ein bisschen entspannter geworden. Oh. Ja. Ich muss gegen Greifen. Was? Eine Horde Bogenschützen und einige Greife bewachen ist? Boah, das würde ich aber schon gerne haben. Muss ja leider jetzt kämpfen. What? Alles klar. Eine Horde sind 50 bis 80, ne, Jay? Ja, das hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Scheiße. 50 bis 80, Jay. Fuck. Aber das sieht man ja jetzt ganz gut bei dir. Aber ich konnte mir jetzt vorstellen, was du. Alter! Oh, so geil. Scheiße! Easy, da möchte ich jetzt hin. Das ist echt schade, dass man nicht zuschauen kann. Das ist so geil. Du willst gar nicht wissen, bei mir stehen halt gerade die Bogenschützen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten quasi. A10 Truppen. Ja, das soll. Wir stehen in einer Reihe und dann noch so Greife. Die kommen auch noch dazu. Also den wie viel Greife denn so auch noch? So nur 6. 80? Nur 6. Ja, das geht ja. Ja, das ist ja dann wieder voll easy. Also ich werde das überleben. Aber ich habe mich gerade allein über die Truppstärke schon etwas gewundert. Sei mal. Fand ich jetzt nicht so geil. So. Mal weiter attackieren. Zack. Nein, greif doch nicht immer auf meine Skelette an, ihr Fotzengreife. Alter, boah, da geht jetzt aber gleich meine Nekromantie aber sowas von ab. Jetzt bin ich richtig enttäuscht. Ah, schlechte Moral. Ja, komm, Skelett. Recht ich euch, glaub, jawohl. Peter, Jay ist, glaube ich, ein bisschen angepisst, oder? Ich glaube, er ist stark. Ich glaube, er dramatisiert. Ja, auf den ersten Augenblick dachte ich mir auch so, holy shit. Aber dann habe ich mir gedacht, nachdem dann das erste Mal meine Lichts drauf geschossen hatten, da dachte ich mir, alles klar, das kriege ich doch gewonnen. Ich dachte echt kurz am Anfang, als ich reingeguckt habe, dachte ich, ich bin tot. Ohne Scheiß. Aber jetzt die Verluste sind trotzdem relativ hoch. Ach also es dürften meine stärksten Verluste sein, die ich bislang im Kampf hatte. Aber das werde ich gleich machen. Ich hoffe, dass die Nekromantie richtig abgeht bei mir. So, Kampf ist sofort durch. Ach, fick. Ja, komm, töte noch ein Skelett, du Pisser. So. Kralle ins Gesicht. Okay, 2 Geister und 14 Skelette. Das geht sogar noch. Ich hatte mal 30 Skelette. 60 Bogenschützen und 6 Fackgreife. 13 Skelette kriege ich dafür wieder. Okay, dann habe ich ja gar nicht insgesamt so viel verloren. Viele Höllenhunde. Viele sind 21 bis 50. Ist nicht so geil. Höllenhunde waren doch schon gerne das drittstärkste hin. Oder so, ne? Nee, dritte Stufe. Ach, scheiß drauf, greifen wir an. Ja, meine ich ja. Dritte Stufe. Ja, mach ich weg. Alles klar, sehr nur, sehr nur 22 von den Fickern. Ich hab Titan. Die müssen jetzt erstmal ankommen. Dann sind wir endlich Nahkämpfer. Der macht alles einfach weg, das gibt's doch nicht. Was hat der Dude? Eins krasser. Ein bisschen Angst mal, mittlerweile vor dem hier. So, hier Lich, schießt drauf, trifft beide, oder? Jawoll, nice. Na, Moral werde ich nicht kriegen mit denen. Fuck it. Komm wieder hin. Geht mal da runter.
Was waren Troglodyten? Waren da Lutscher? Troglodyten sind Lutscher. Ja, schlechteste Gruppe. Schlechteste Truppe. Ja. Von, also nicht mal die Aufgerüsteten. Die würden Inferno-Troglodyten heißen, das weiß ich. War schon wieder ein Geist gestorben. Nein! Oh, scheiße, ich habe meine eigenen Viecher angegriffen. Fuck! Wie hast du das denn geschafft? Ich kann meine eigenen Viecher leider angreifen. Okay, geil. Scheiße. Kannibalismus! Ja, ohne Mist. Jetzt habe ich dafür den. Jetzt habe ich ein paar wieder verloren. So ist das bei den Nekrophilen, ey. Die nehmen alles. Alles, was sie kriegen können, ne? Tot oder lebendig, das ist dir noch egal. Da ist nichts drin, muss ich verarschen. Alter, schon wieder kämpfen. Rudel. Was waren Rudel? 11 bis 20 und viele Pekiniere. Ja, komm. Kämpfst du jetzt noch kämpfen. Mal? Alter, ja, was Mann. Denn mit dir? Ja, ich kann nichts dafür, dass hier alles voller Gegner ist. Attacke. Soweit kann ich nicht mal laufen. Ich dachte, bei dir wäre alles. Ja, das ist alles relativ nah auf einem Fleck gewesen. Aber jetzt muss ich auch so ein Artefakt holen, was bewacht ist, was ich gerne hätte. Ja, da ist mal ein längerer Zug da. Aber dafür waren meine anderen immer kurz. So, warten. Botting. Verteidigen. Attacke. Hat die aufgerüsteten Schlangen fliegen? Jawohl! Jetzt hat der Moral. Einmal Glück, ey. Wieso die immer auf meine armen Skelette gehen? Das finde ich ein Unding. Das ist doch gut für dich. Die werden doch alle wiederbelebt. Oder viele davon. Die werden sogar mehr immer wiederbelebt, als es am Ende ja, sind. Das ist eigentlich schon ganz geil, dass man Skelette hat. Aber nervt mich trotzdem, dass die immer da drauf gehen, weil die sterben immer so schnell. Sonst lieber auf irgendwas Tankieres schießen. Das wäre mir lieber. Schlechte Moral. Und wieder auf meine Skelette. So. Wieder 8 Skelette verloren. Dafür bekomme ich 12. Ist okay. Das ist doch okay. Da kann ich mit leben. Die werden, so. Die feeden den Jay voll. Das ist voll nicht gut. Finde ich eigentlich ganz nice. So, was machen die jetzt hier? So, und dann gehst du da hin. Du machst das. Ach ja, guck mal hier. Pikiniere rekrutieren. Nee. Will ich nicht. Okay, dann kann ich jetzt. Ach ja, scheiße. Ich habe kein Gold. Oh, Gold. So. Kapitol bauen, zack. Und ich beende meinen Zug. Fertig, ey. Das wird haarig. Peter ist dran. Peter ist am Zug. Boah, der war jetzt echt lang, ey. So. Das ist noch wichtig. Könnt ihr übrigens euch diese Obelisken-Gralkarte angucken, auch im Menü unter den Abenteueroptionen. Neben dem Rädchen sind das. Da die Puzzlekarte, meinst du? Genau. Mhm. Geil, kannst du sogar die Weltkarte angucken. Okay. Alter. Und Sepp ist dran. Alter, das ging. Alter, das ging. Das macht den längsten Zug des Jahres. Ich war gerade auf der Weltkarte mal ein bisschen am Searchen. Da macht der Peter schon Ende hier. So. Eingeschüchtert von eurer Stärke wollen die Gnolle flüchten. Wollt ihr sie trotzdem angreifen? Nee, da die ja sowieso nicht hier wollen. Warum? So, da vorne habe ich schon gesehen, da kann ich Drachenfliegen rekrutieren. Das wäre ganz geil, aber die habe ich eh noch nicht und ich muss mein Geld sparen. Ich laufe mal lieber weiter runter. Was ist denn hier unten noch? Ich brauche ja sowieso noch eine Steinmine. Oh, keine Steinmine. Das ist ganz schön assi. Das ist echt krass, dass du keine Steinmine bei dir hast. Ohne Scheiß.
Finde ich echt heftig. Sollte man von jeder Mine eine um sich rum haben? Ja. Nee, schon. Ich habe auch nicht jede tatsächlich. Aber zumindest in deinem Gebiet. Mir fehlt beispielsweise eine Kristallmine. Ne, in meinem Gebiet ist keine Kristallmine. Krass. Das ist das Rote. Das sehe ich. Also, ich habe nicht das Rote und das Bunte. Ah ne, das Rote habe ich. Da bin ich nur noch nicht hingekommen, weil da stehen halt Assis vor. Die Zentauren. Genau. Oh lol, Alter, Peter, das Feuerschwert würde ich mir übrigens holen. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, aber da stehen Sachen vor, wo du, glaube ich, gesagt so, hast, die sollte okay, ich nicht angreifen. Das sehe ich nicht. Ja, nee, die ich sehe nur das Feuerschwert, soweit sehe ich. Ach komm, machen wir das. Ach komm, das Schloss kostet 10. Scheiße, dann fehlen mir nachher 4 Steine. Ich brauche unbedingt so eine scheiß Mine. Oh, jetzt kann ich mir ganz in Ruhe was zu trinken. Ist das nicht angenehm, ey. Immer mal so mit aufzunehmen, ist auch mal ganz schön. Mensch, ist ganz entspannt. So, dann mache ich nicht. Dann mache ich nicht. Jetzt mache ich gleich einen schnellen Zug, damit er direkt dran da ist. Da unten sind noch Steine, die brauche ich. Okay, laufen wir mal bis hier. Tada. Wobei für die neue Woche kann die Tante mir besser neue Sachen bringen. Nee, die lassen wir doch hier. Den Helden. Kann ich Helden auch entlassen? Ja, ne? Ja. Ich weiß zwar nicht, was der Sinn aber dabei ist, aber kannst du. Ja, dann. Nee, das andere ist sowieso viel zu teuer. Ich hab kein Geld hier. Alles so teuer. So. Jay ist dran. Dann übernehme ich doch einfach mal. Nehme ein bisschen Stein mit und geh wieder weg. Und der macht. Der geht dahin. Geht. Kannst du theoretisch zurück. Unendlich viele Helden haben? Ich glaube schon. Okay, dann verstehe ich den Sinn auch nicht. Also, ich wüsste nicht, dass es irgendwo begrenzt wäre. Der Platz auf der Karte ist begrenzt. Ja, okay. Und dein Geld. Das stimmt. Falls ihr eine Windmühle habt bei euch, die kann man einmal die Woche besuchen. Gibt einmal die Woche Stuff. Nee, hab ich leider nicht. Stuff. Aber hätte ja sein können. Ja. Unter einer Minute, Peter ist dran. Geile Sau. Ja, ist das nicht geil? Sehr geil sogar. Okay, hole ich erstmal meine Zauberpunkte wieder. Wenn ich nach Hause gehen würde, würden die Zauberpunkte auch aufgefüllt? Nee. Weiß du ich kriegst gar pro nicht. Kann sein, Runde wenn du kriegst du halt wieder was. Ja, also ich glaube, genau. Du kriegst pro Runde einen wieder. Oder du findest einen Brunnen. Oder du hast eine Fähigkeit, Mystik heißt die. Die bringt dir, keine Ahnung wie viel. Steht dann da dabei. Das ist halt sowas wie Weisheit oder sowas. Als Stadtrathaus! Woo. Yay! Mehr Gold für Peter. Alles andere nicht verfügbar. Und jetzt nähern wir uns. Ja, was machen wir? Erst die auf vielen Augen des Bösen, die müssten wir dann ja hinkriegen eigentlich, ne? Oder ne, Quatsch, nicht die Augen des Bösen. Ich würde ja versuchen, den Zentauren da irgendwie zu erobern. Zentaurenführer, damit du deine Mine hast, ehrlich gesagt. Ja, aber Zentauren haben mich schon mal platt gemacht. Ich habe ein bisschen Schiss vor denen. Hast du gerade nicht Truppen gekauft? Ja, 4 Magier. Oh. Also ich habe 4 Magier, 15 gute von den, wie heißen die denn nochmal? Scheiße, diese Steindinger. Ja, Steingolems. Nee, nicht die Steingolems, sondern, nee, die sind noch nicht aus Stein, die Fliegedinger. 15 Fliegedinger. Ach, die Fliegedinger. 26 gute Gremlins und 6 normale Steingolem. Könntest du hinkriegen mit ein bisschen Verlust. Verlust hast du immer, oder nicht? Ja, aber kann man halt auch ohne Verlust hinkriegen. Aber ja, für eine Mine würde ich es machen. Was? Kannst du auch zaubern bestimmt, oder nicht? Ja, jetzt wieder wohl. Ich habe wieder aufgefüllt jetzt. Weil er gestorben ist, oder was? Nee, weil ich einen Brunnen hab hier. Ach so, ja, das ist natürlich nice. Den kannst du, glaube ich, immer besuchen. Ja. Einmal pro Tag. Ja, okay. Glaub nicht, dass. Also, es ist schon krass, wenn du einmal pro Tag irgendwie das ja, leer machen kannst, den Mana. Dann kämpfst du ganz schön viel. Ja. Okay. Dann weiter geht's. So, ich darf weiter mein Gebiet erkunden hier. Mit dem kann ich ja einfach mal das hier einnehmen. Jo. Haben wir hier noch ein bisschen was Bonusmäßiges? Kann ich hier hinten hinlaufen? Jo. Dann machen wir das doch mal. Was ist das denn? Ein Schwarzmarkt. Ich muss immer aufstehen, um mein Licht ein- und auszumachen. Oh. Moment, was ist der Schwarzmarkt?
Ich denke mal, da kannst du. Da unten ist du meine Du echt immer das Licht an und aus. Nee, das macht ja, mich nicht. Das stört das mich. Wäre mir das auch mega zu stressig. Krass. Wäre mir auch Mine, zu stressig. Kann aber auch ein anderer einsammeln. Musst du mit den Füßen machen, Peter. Ja, ich. Seitdem du mir das einmal erzählt hast, überlege ich das. Bist du da echt neidisch? Aber mega drauf. Anstrengend. Ja. Das ist super gut. Das mache ich auch immer mit dem Fuß. Mit den Füßen ist geil. Aber mittlerweile ja, könnt ist die eine Mehrfachsteckdose jetzt leider kaputt gegangen, ja, weil die, glaube ich, auf Dauer nicht so gut aushält. Und selbst mit dem Fuß ist dir zu anstrengend, Jay, oder was? Ja, habe ich jetzt wieder angemacht. Jetzt, ja? Ausgemacht. Dann vergesst es bestimmt. Das wäre so dunkel. Tatsächlich funktioniert bei mir nicht jedes Mal F9. Das ist zum Glück bisher noch nicht ich hab das gewesen, ja, aber ich muss ja das auch immer per Klick machen. Ich hab das ja auch so eingestellt, dass die mir immer auf die Stirn leuchten und nicht in die Augen. Ja. Habt ihr da mitbekommen, dass bei mir nicht immer F9 funktioniert? Ich hab dir das gerade gesagt. Ja. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Aber ich achte da drauf. Okay. Aber aktueller Spieler ist immer noch Sepp bei mir. Ja, ich konnte hier nicht, eigentlich hat er mir angezeigt, ich darf noch laufen, aber ging nicht. So. Naja. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Aber ich achte da drauf. Okay, aber aktueller Spieler ist immer noch Sepp bei mir. Ja, ich konnte hier nicht, eigentlich hat er mir angezeigt, ich darf noch laufen, aber ging nicht. Naja. Jay darf jetzt mal. So, was macht der? Ach so, ja, das war das. Ja, okay, komm, machen wir das. Reifen sind schon ziemlich stark, ne? Dritte Stufe. Nicht auf. Dritte Stufe? Ja. Also, so die Stufe kann ich doch schaffen. Ja. Easy. Würde ich jetzt auch nicht verneinen. Mach ich weg, die Wichser. Machst du weg? So. Was mache ich denn jetzt? Ah ja, der kann nochmal gehen. Da runter. Ja, du gehst da hin. Was mache ich denn mit dem? Mit dem mache ich nichts. Runde beenden. Runde beenden. Jeder ist am Zug. So, bevor wir also nach da oben gehen, versuchen wir erst, um so wenig so die Greifen zu machen. Da können wir aber das nächste Runde machen. Das heißt, wir können noch kurz einen Blick in unsere Stadt werfen. Und hier beispielsweise ein Goldpavillon bauen. Was? Können die Nagas schießen? Was will ich haben? Nein. Können die Djinns schießen? Nein. Die können aber zaubern. Ich glaube, buffen. Ja, ich glaube, die können auf eine bestimmte kleine Reichweite irgendwas machen. Die Djinns waren auch mega OP, ey. Die waren richtig crazy. Nein, die sind aber relativ anfällig. Für Schaden. Boah, ich habe aber nicht so viel Geld, wie ich gern hätte, ey. Ja, deswegen gehe ich auch immer, auch erst versuche ich immer möglichst früh dieses Rathaus zu kriegen oder was auch immer. Ja, verständlich. Und das war's. So, weiter geht's bei mir. Ich darf mal wieder am Tag 7. Das heißt, das ist gar nicht so geil. Tag 7 ist nämlich eigentlich ganz schön scheiße. Schwarzmarkt jetzt. Hier kann ich gegen Items tauschen. Sehr cool. 15.000. Das war der Schwarzmarkt. Alter, das ist ja nicht so teuer. Ja, gut, aber was hast du denn da? Da hast du wahrscheinlich auch was richtig Fettes dafür. Ja, ja. Bewegungsstiefel und so einen geilen Ring. Alter, die sind mega gut. Und Speerradius erhöht. Und was kann das? Ah, gegen irgendeinen Zauberspruch immun. Naja, aber cool. Wie komme ich denn da vorne hin? Da komme ich gar nicht hin. Das ist wahrscheinlich Peters Gebiet da hinten. Aber mit dir muss ich jetzt mal hier die Steinmine einnehmen. Und mit dir gehe ich jetzt weiter nach oben. Ich habe echt ein kleines Gebiet. Ich frage mich, da muss es noch ein anderes Gebiet geben. Ist das eine Viererkarte gewesen oder ein Dreier? Nee, ist eine Dreierkarte. Okay. Also irgendwas muss links unten noch sein. Okay. So, aber ich habe einen Fehler gemacht. Warum? Oh, jetzt kommt's. Ich hab bei meinem Held auf Logbuch Anzeigen geklickt. Hast du ihn entlassen? Nee, alles gut. Ich habe den Button nicht gefunden, wie ich rauskomme wieder aus der Nummer. Der war Escape so, drücken, Peter im Zweifel. Nee, das hat nicht geklappt. Escape drücken hat nicht geklappt. Ach so.
So, glaub, jetzt haben wir unsere Burg auch noch ein bisschen ausgebaut und der Nix ist dran. Yippie, hey, Schweinebacke. Ibims dran. J-Bims dran. Hier ist ein grüner Drachen. Alles klar. Kämpfe ich mal nicht gegen. So, du bleibst da stehen. Was machen wir hier noch? Oh, Alter, ich könnte ein Drachengewölbe bauen, aber mir fehlt Geld. Ist aber unlucky. Dann bauen wir halt kein Drachengewölbe. Und beenden den Zug. Zack. Selb ist dran. Nee, Peter ist dran. Ja, also, dankeschön. Wie verwirrt seid ihr eigentlich alle, ey? Ja, ich bin immer verwirrt. Jaysche Krankheit. Jaysche Krankheit, Mann. So, jetzt kann ich hier den Scheiß kaufen. Wo habe ich das hingebaut? Da. Nee. Kann ich das auch hier kaufen? Verfügbar 2 Nagas. Her damit. Jetzt kann ich gucken, was ich mir noch leisten kann. Okay, ich kann mir quasi nichts mehr leisten. Bringt es mir was, einen fucking Aussichtsturm zu kaufen? Nicht wirklich. Kannst du weiter gucken, ne? Ist, glaube ich, nicht so geil. Ich weiß nicht, was du da noch hast, was du da groß gucken willst, ehrlich gesagt. Naja, dann kaufe ich einfach mal heute kein Gebäude. Vielleicht solltest du ein bisschen Geld sparen. Das habe ich nämlich auch schon gemacht, damit ich das Kapitol gebaut kriege. Was ist denn das Kapitol? Damit du mehr Geld kriegst pro Tag. Ach so, habt ihr das noch nicht? Doch. Also ich schon. Ach so, ich wollte gerade sagen, du hast es nämlich doch gerade gebaut gehabt, weil du gerade sagtest, ich würde eher Geld sparen, damit ich das bauen kann. Ja. Das ist wahr. Peter sollte Geld sparen eigentlich, damit er das bauen kann. Also macht schon irgendwo Sinn. Ja. Aber das weiß ich natürlich nicht. Peter kann auch versuchen, den Hobgoblin Platz zu machen, der da irgendwo rumsteht, um die Schatztruhe zu kriegen, damit er da Gold rausholen kann. Weiß nichts von der Schatztruhe. Nimm deinen Elfen. Da ist er dran gekommen, die Fotze. Wer ist dran gekommen? Ich bin gerade am Kämpfen, sorry. Ach so. Dachte gerade so, hä? Jawohl, komm, du bist nochmal dran. Boah, jetzt hab ich ja mal Glück. Der hat er überlebt. Gibt es nicht. Wenn du nur Einheiten von deiner Truppe hast, dann hast du auch bessere Moral. Wehr dich! Also wenn du gemischte Truppen hast. Ja, das ist gut zu wissen. Na, das geht nicht, okay. Jawohl, tatsächlich kann mein Golem mal mit eingreifen hier in den Kampf. Nee. Direkt umgeboxt, die Sau. Du kannst Peter sie halt läuft auch langsam lassen, auch im wenn Kampf, die, wenn, ne? die im Nahkampf, wenn die Nahkampf-Viecher sind als Gegner, dann kannst du sie halt auch kommen lassen, ne? Als halt den. Nein, ich hab verklickt! Was hast du verklickt? Ja, ist gut. Puh. Das war geil. Das fühlt sich ungesund an. Weggeknallt, die Sau. Was macht ein Greifenturm? Würdet ihr gerne Greifen rekrutieren? Ja, komm her damit. Ich wollte eigentlich Geld sparen. Was bringt mir das jetzt, scheiß Greifen zu kaufen eigentlich? Hast du selber Greifen? Ja, nichts. Wenn du keine Greifen selber hast, dann bringt das nicht wirklich was. Ja, ich hab keine Greifen. Ein Kobold bietet euch das Artefakt Totenschädelhelm an. Alter, Peter kriegt alles in den Arsch geschoben. Ja, das kostet aber Geld. Ich habe keine 2000 Gold. Na dann nicht. Ja, dann würde ich sie nicht kaufen. Doch, kaufen. Verarsch ihn. Handel ihn runter. Scheiße, ey. Okay, dann ist die Runde vorbei. Boah, ich habe gerade kurz Peters Truppchen gesehen da. Statt der Held gerade kurz. So, mein Lieben, weiter geht's. Neue Bevölkerung. Wir kriegen endlich unsere Steinmine. Hey, 2 Steine pro Tag. Ach, da ja, gar oben nicht ist lange eine Schatztruhe oder was? Die habe ich gar nicht freigeschaltet. Ich habe nur gerade geguckt, was Jay meinte mit seinen Hobo-Goblins, aber Hobgoblins heißen die eigentlich. Da ist bei mir noch schwarzer Nebel. Achso, da ist eine Schatzkiste hinter. Ah. Alter, nice. Hier ist noch ein bisschen was.
Aber vorher wollte ich doch die Zentauren killen, damit ich die scheiß Mine da hinten bekomme. Macht auch Sinn. Ich glaube, ich habe das zusätzliche Gebiet gefunden. Das ist ganz schön geil. Das ist natürlich auch ganz gut, wenn man sich darauf ausbreiten kann. Was sind denn Dendroidenwachen? Das sind so Ents, die sind ein bisschen stark. Ja, glaube ich, Stufe 5. Ich weiß noch nicht, ob es die besseren sind oder nicht. Eins davon sind Soldaten und Dendroidenwachen. Keine Ahnung, was die besseren sind. Haben die so Geweih noch auf dem Korb? Geh mal nach. Das ist die besseren, glaube ich. Ein Geweih jetzt nicht. Aber die sehen nicht so nett aus. Die möchte ich noch nicht angreifen. Boah, Alter, das kostet alles 10.000 hier. Das ist auch alles scheiße teuer. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Bah, du Bitch. Weil, doch, das klappt. Jawohl, das sieht gut aus. Ich darf noch nichts kaufen. Kacke. Ja, dann ist der Nächste dran. 1.000 könnte ich ausgeben, aber ne, komm, das kann ich auch morgen. Jay! Yippie! So, Schildkrötenwoche, ist ja krass. Fuck it. Ah doch, da oben komme ich dran. Okay. Du gehst da rein. Unglaublich, jetzt. Okay. Guck mal einer an. Ey, Sepp, warum hast du noch nicht die Edelsteinteich erobert? Wolltest du noch nicht gegen Großkrieger kämpfen? Nee, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Der hat mich ein bisschen, also der ist halt in einer anderen Richtung, wie ich mit meinem Helden unterwegs bin. Ah, okay. Ja, gut. Ist das hier? Oh, da muss ich das noch bauen. Tja, was wollen wir denn jetzt haben? Warum möchtest du den Erzmagier gleich machen, oder was? Boah, will ich das haben? Das ist eigentlich teuer, ey. Vielleicht machen wir das. Also ich muss jetzt hart sparen, die Runde. Ja. Also, so ein Kapitol ist schon echt teuer. Ja. Ja, du kannst jetzt neue Truppen kaufen. Ja, toll. Kann ich nichts von kaufen. Das bringt mir leider echt gar nichts. So. Ja, keine Ahnung. Dann beende ich meinen Zug. Ja, keine Ahnung, sagt der Jonathan. Ja. Na, oh, keine Ahnung. Schauen wir mal. Hier, nimm die Nagas. Und geh zurück. Du wiederum. Du bist hier oben. Und jetzt die Zentauren plätten. Oh, Peter legt sich wieder an. Das wird kostenintensiv. Das wird kostenintensiv, sagt er schon. Einige grüne Drachen, das ist ja mega easy, ey. Wo bist du denn jetzt hingelaufen, Jay? Ich sehe halt einige grüne Drachen. Neben einer Goldmine allerdings. Ach, die sind ja gar nicht so geil, die Zentauren, ey. Die haben mich mal sind die halt gemacht. Auch nicht. Peter rotzt die gerade richtig hart weg. Ich kann mitfiebern, wie dein Held neben dem steht. Die stellen sich schon klug hin, die Bastardos. Das stimmt. Vor allem sind die schnell, die Pisser. Die kommen dahin, wo sie hinwollen. Ja. Aber rasiert werden sie trotzdem. Alle tot. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Das habe ich aber in dieser Aufnahme schon viel anderes gezeigt. Was sagst du, Sepp? Das wäre auch peinlich. Der Peter, der kann das doch.
Guck mal, da läuft er gerade. Jetzt muss er aber die Kristallmine noch einnehmen. Kann er ja, nicht mehr. Kann ich aber nicht mehr. Wow, da steht da einen davor. So ein Feld. Oh, das ist bitter. Das ist bitter, Peter. Okay, next round, boys. So, ich darf wieder. Und mit meinem Helden hier werde ich mal einfach hier rüberlaufen. Hier komme ich ja. Wieso siehst du eigentlich alles, was ich mache, Jay? Kannst du mir das mal erklären? Wahrscheinlich hat er sich so einen Aussichtsturm gekauft und sieht das einfach alles. Ich halt sehe, weil ich halt Teile von deinem Land sehe. Ah, hier, was sind das für komische Viecher? Nochmal, Peter. Das sind irgendwelche Ghule. Mir gehören die Schifffahrtswege. Zombies dürfen die. Was denn für Schifffahrtswege? Ja, mir gehören die Gewässer. Ich bin halt der König der sieben Meere. So, mit denen kann ich bis hier. Mit denen kann ich bis hier. Die können. Zombies sind, glaube ich, die erste oder zweite Einheit, Jay, ne? Ja. Zombies sind die erste sogar. Wandelnde. Nee, Moment. Haben die einen Helm auf? Wandelnde Tote, genau. Und Zombies sind die Aufgerüsteten davon. Nee, haben die einen Helm auf? Ja, auch. Beides haben die. Ach so, ja, okay. Ja, dann sind die wandelnden Toten sind die Bobos. Ja, ne? Die Zombies sind die Starken. Okay. Also, versuchen wir mal Stufe erst zwei. Die anderen Bobos wegzumachen. Die sind jetzt nicht sonderlich stark. Nee. Mal erst darf ich doch hier ein paar Mal. Jawohl, geh mal drauf. Zack. What? Oh, die sind aber. Oh. Der liegt nicht ganz so schwach. Ich dachte, ich krieg davon mehr kaputt. Wie viele sind das denn? 20 von den einen, 20 von den anderen. Hier kann ich warten, soweit kommt der nicht. Oh, der macht meine ganzen Schlangen kaputt, der Arsch. Das ist gut, die Schlangen nerven. Ja, das ist voll assi. Können wir einmal quer über die gesamte Map fliegen da. Ja, die sind echt weit. Also gehen nicht weit. Komm, wir laufen mal bis hier. Jetzt rennen die alle vor meinem Bogenschützen weg, das ist uncool. Komm, machen wir hier weiter. Okay, haben keine Schlange getötet, das ist gut. Die Harpien waren echt gut, dass sie sich mir angeschlossen haben. Die sind echt stark. Habe ich echt Glück gehabt. So, haut sie zu Brei. Jawohl, 6 Stück getötet. Alter, 4 Stück hat er gemacht. Yes. Sieht gut aus. Aber ja auch kein Problem hier eigentlich. Mit dir überspringe ich. Was? Ach, jetzt darf am Ende der Runde dürfen die dann nochmal, ne? Ich dachte, die überspringen dann den ganzen Zug auch direkt. Oder wie war das? Ja, wenn du warten drückst, dann bist du, glaube ich, nochmal dran, oder? Wenn du warten drückst, bist du nochmal dann dran. Am wenn Ende du verteidigen Runde, drückst, ne? Dann sind sie. Ja, genau. Und wenn du verteidigen drückst, dann sind sie, überspringst du deinen Zug. Okay. Aber dafür hast du deinen Verteidigungswert erhöht. Ja, gut. Ja, hier so. Oh, 3 Schlangen, ey. Scheiße. Naja. Hauptsache geklärt. Und jetzt sind hier noch ein paar. Wieso kann ich die nicht sehen? Eine Horde Kampfzwerge. Wie viel war denn nochmal eine Horde? 50 bis 80. 51 bis 80, bitte, ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist eher schlecht, ne? Und von welchem? Aufgerüstete Zwerge. Stufe 2 aufgerüstet halt, ne? Eine Horde Kampfzwerge. Aber so macht stark halt waren so die eigentlich Spaß. Gar nicht, ne? Aber 50 bis 80 sind schon viel, ne? Wenn die schon gerade dir die Zombies auf den Sack gegangen sind, ja, ich würde die Zombies als schwächer ansehen als die Kampfzwerge. Na, da kenne ich die genauen Werte aber auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal in die Stadt und schauen mal, können wir was bauen? Ja, das Kapitol, das können wir erst nächste Runde bauen. Ja. Wow. Und dann geht's weiter mit Jay. Zack. Yay. Der Jay. Der Bongo hier sammelt Stein auf und geht wieder back. So, und der andere macht. Geht dahin.
Und du gehst. Moment, kannst du da nochmal hin? Nein, kannst du nicht. Okay, dann gehst du da hoch. Bauen wir noch einen Nekroverstärker, damit ich meine Vampire aufrüsten kann. Wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Dann kämpfen wir mal. Ah, jetzt werde ich auch noch angegriffen. Das ist ja nervig. Moment, hast du nicht gerade gesagt, du kämpfst? Ja, ich kämpfe jetzt. Aber und dann sagst du, ich werde angegriffen, ist ja nervig. Nein, nein, ich werde von den Viechern angegriffen. Ja, ich wollte gegen die Viecher kämpfen, aber sie haben mich angegriffen. Das meinte ich damit. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Wo ist der Unterschied zwischen du willst gegen die kämpfen, ja, und sie haben dich angegriffen? Ich will nicht gegen sie kämpfen, wenn ich sie. Also ich will sie, ich greife sie aktiv an, aber sie können ja auch theoretisch fliehen, wenn sie mal Bock hätten, die Kackviecher. Hatten sie aber nicht. Ah. You know? Jetzt weißt du, was ich meine. Hey, ich hab schlechte Moral, ich bin blöder Titan. Ficker. Oh, lol. Nice. Oh, nice. Zack. Oh, lol, immer noch nicht besiegt. Jetzt aber. So, Bärte abrasiert, ihr Ficker. Boah, Alter. Wir sind ein paar gestorben. Nicht so geil. Aber sie sind mit Stolz gestorben. Das natürlich. Sind sie wohl. Das ist wahr. War dann... Beenden wir den Zug mal. Peter ist dran. Ein kurzer Zug von Jonathan. Gucken wir mal, was ich schaffe in der Peter. Zeit. Haben jetzt endlich die Mine. Kristalle. Okay, na, darum kann ich nicht. Das heißt, ich muss hier wieder weg. Gehen wir hin. Was hat nochmal dieses Schwert bewacht? Ah ja, wenige Grottenlords. Das waren die Übeldinger. Ja, die machst du, glaube ich, kaputt. Verarscht du mich gerade? Wenige, das sind 1 bis 5, die machst du kaputt. Okay. Von der stärksten Einheit. Mal sagen. Das sind 3. Sind das so ganz rote oder sind die rosa? Sehen rosa aus. Dann sind es sogar noch die Billows. Also wenn die so richtig so knallerrot eher sind, dann sind es die Bösen. Wenn sie so richtig so Schweinchen rosa sind, dann sind es die Schwachen. Tja, keine Ahnung, was das jetzt im Detail ist, ehrlich gesagt. Ja. Schwierig zu sagen. Whatever. Stufe 5, aufgerüstet oder nicht aufgerüstet, aber nur 3 von denen. Naja, also, ganz ehrlich, wir können ja gar nichts geschissen hier. Ja, sei ja. Das kriegst du hin. Jawohl, ohne Verluste. Ja, Peter. Nicer, dicer, Mensch. Und dadurch die Feuerzunge des roten Drachen bekommen, was ein echt nices Artefakt ist. Was war das denn jetzt? Ja, Zunge, Alter. Zunge. Er hat dich gezüngelt, Peter. Er ist ganz neidisch auf dich und will mit dir rummachen. Okay, ein Rudel Riesengorgonen ist mir aber noch zu hart. Jay, was waren denn hier so Medusa-Bogenschützen? Was ist das für eine Stärke? Stufe 4. Boah, ist schon hart, ne? Ja, und Fernkämpfer logischerweise. Naja, boah, das ist assi. Ich meine, wir sind ja erst Tag 3. Peter drückt weiter. So, weiter geht's bei mir. Ich gehe erstmal mit dir. Warum mache ich das? Boah, die Medusen sind schon echt haarig. Sind die haarig? Ja, haarig. Die haben doch eher Schlangen auf dem Kopf, haarig, oder? Haarig auf den Brüsten sind die. Warum sind die denn haarig? Uncool. Ah, wir gehen mal hier weiter. Okay. Ja, mir sagt ja noch, aktueller Spieler ist Peter. Ihr bewacht das, alles klar. Oh, oh. Dann gehe ich mal zurück. Mhm. Mir sagt der aktuelle Spieler ist Sepp.
Ja, vorhin war das bei Jay auch mal ein bisschen später. Was ist das? Gehen wir da mal hin. Speicher mal lieber ab. Ja, mach das mal besser. Ihr fühlt euch hier sicher. Mein Autospeicher stand tatsächlich. Also höchstens muss man den Zug wiederholen oder sowas. Ja, das ist ja okay. Ganz okay. So, aber jetzt kann ich endlich das Kapitol bauen. Und all mein Geld ist weg. Jawohl. Kacke, ey. So. Was mache ich denn jetzt noch mit meinem ganzen Geld dann die Woche? Mache ich das oder das? Ist eine gute Frage, aber das stellen wir uns nächste Runde. Denn erstmal ist Jay dran. Okay, er lädt. Ach, und ich bin am Zug. Scheiß drauf, dass Peter ja, da unten drin steht. So, dann gehen wir eine Runde schippern. Alter, hier ist aber noch richtig viel Wasser. Lecco mio. Da ist ein Blauer bei mir in der Base. Was? Der hat den eiskalt geklärt. Da kommen zwei Blaue. Was? No. Da kommen zwei Blaue? Ach ja, stimmt. Das könnte jetzt haben. Das ist ja meine. Meine Peter. Wo kommen die denn her? Sebastian. Wer macht mich jetzt? Ja, have fun, good luck. Boah, ich hab doch kein Geld. Ich hoffe, du hast ein bisschen was, Sepp. Ich hab doch beende mal meinen Zug. Was ein sneaky Bastard. Ich werde mal kurz hier was machen, während die sich da battlen. Na, kriegen alles schon. Klar, Jay hat einen Titan. Ja, und das ist schon seit Anfang der Runde. Ja, aber auch die schwarzen Ritter hat der, die Skelettmagier. Wie, ich kann kein Kapitol bauen. Was ist denn ein scheiß Schloss? Was ist ein Schloss? Das Schloss ist das, was du rechts daneben aufbauen müsstest. Genau. Zitadelle, Schloss und für so die weiter. Mauern. Oh, fuck. Das habe ich auch noch nicht. Jay kläut mir jetzt hier alles, oder was? Uncool. Das ist uncool. Ich weiß noch nicht, wo deine Truppen sind. Das ist uncool, Jay. Und Sepp, verteidige dich mal. Ja, langsam kommt ein bisschen Fahrt hier ins Spiel. So mag ich das doch nicht. Fuck, ey. Ich stehe jetzt. In der nächsten Runde wird selbst Burg angegriffen, wenn ich das schaffe. Ja, wenn du das schaffst, dann machst du das. Ich schaffe definitiv nicht bis dahin. Bis zur Burg? Alles gut. Nee, das schaffe ich definitiv nicht. Egal, was ich tue. Wenn du keine Burg mehr haben solltest, musst du in 7 Tagen eine erobern, sonst bist du raus. Ja, ich weiß. Das ist ganz schön doof. So, ich habe jetzt 5000. Mit 5000 kann ich ein bisschen was kaufen, immerhin. Aber. Mit 5000 wirst du nicht genug haben. Nee. Das glaube ich nämlich auch, dass ich da nicht so genug haben werde. Das ist jetzt hart. Das ist halt assi, so ich kann nirgendwo anders hin, außer zu Sepp. Echt hart. Ich hab gar keine Möglichkeit, irgendwie zum Fehler zu kommen, wenn ich das wollen würde. Ist okay. Das denke ich mir auch an deiner Stelle, dass das okay ist. Ein bisschen tauschen, damit ich hier ein bisschen was kaufen kann. Oh, jetzt muss ich das. Boah, Jay, du bist voll der Arsch. Jetzt muss ich voll meine Rohstoffe verballern für dich. Das ist gut. Das hat sich alleine schon gelohnt. Ich kann jetzt auch einfach so wieder weggehen. Ja, wahrscheinlich. Einfach selbst verarschen. Jo. Ach, das kann ich ja noch nicht sehen. Scheiße, aber das dürfte ja das kosten. Kaufen wir hier noch was? Ne, das können wir nicht kaufen. Davon können wir noch einen kaufen. Joa. Aber warum nicht? Warum nicht? So. Das haben wir alles rausgehauen, was geht. Das ist zwar nicht viel, aber vielleicht reicht das ja. Ich kann nämlich nichts mehr machen. Und, warte mal, mein Held ist aber drin. Naja. Okay. Jay, dann viel Spaß dabei. Okay, ich bin am Zug. Ich fahr erstmal mit dem Schiff. Ja, alle Zeit der Welt. Muss mir ja gar nicht stressen. Ja, fahr du erstmal mit dem Schiff, finde ich. So, und du gehst.
fährt er denn da mit dem Schiff? Du gehst, dann gehen wir noch das bauen. So. Kannst du mich einen mit zwei Helden gleichzeitig angreifen? Nee. Okay, du hast jetzt die Gorgonen, die Füvern und ein paar Fernkämpfer. Alles klar. Oh nein, er tut's wirklich! Dann greifen wir mal Sepp an. Nein! Mal gucken, wie das denn so läuft. Alles klar, alles klar. Da stirbt schon mal ein Licht pro Runde. Das ist ja schon mal nicht so nice. Und jetzt, oh nein, jetzt krieg ich auch noch schlechte Chemie hier. Eigentlich nicht Chemie, zu viel FIFA gezockt. Schlechte Chemie. Könnte bis da. Guck mal, ein Gorgonen. Oh, jetzt hat er auch noch. Ich hab Glück. Glück, das ist nicht so nice. Oh, was ist das denn? Aha. Aha. Also das ist eigentlich machbar. Obwohl er hat 5 von den zweitbesten Einheiten von sich, ne? Also ich habe 6 von meinen. Oh, aber da fährt er die Scheißburg, die mir hart auf den Sack gehen wird. Zack. Komm, ey. Noch ein weniger. So. Mein Titan wird gleich schon noch fliegen. Boah, das ist ganz schön assi von dir, Jay. Also ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, auch. Aber das ist ganz schön assi. Ah, stehen wir schon mal vor der Burg von ihm. Na, zum Glück kommst du noch nicht direkt rein. Aber 86 Skill aufgerüstete Skelettritter ist schon haarig. Ja. Die haben Spaß. Die wachsen. Ich bin wachsen, quasi, ja. Muss eine Mauer bauen, um mich zu besiegen. Kacke, ey. Ach, geh doch nicht auf meine nicen Viecher, ey. Das gibt's doch nicht. Schön auf deine Fernkämpfer gehen, damit du irgendwas machen musst. Alter, Titan hat 300 Leben. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn 301, ja. Ich hab einen Ring der Vitalität, der macht ein Leben mehr. Das ist doch krass, ey. Was halt ganz geil ist, weil meine Skelette, meine 86, quasi 86 Leben mehr haben dadurch. Also das lohnt sich halt schon. Oh, das ist aber echt wirklich gut für dich. Nur nicht halt beim Titan, der hat jetzt ein Leben mehr, 301 Leben. Wow. Boah, keine Ahnung, womit greife ich, was greife ich denn jetzt hier mit meinem Bogenschützen an? Hier die Spackos da. Na, die regenerieren sich, das ist gut. Nicht einen Tod gekriegt davon, scheiße. 13 Schaden machen die nur. Ja, hier meine kleinen Goblins, die können auch ein bisschen laufen. Ja, leider nichts Fliegendes, das nervt mich gerade ein bisschen. Ja, deshalb wird sich das richtig schön lange ziehen. Ja, ich warte auf meine... Auf die Mauer. Auf die Mauer, die muss kaputt gehen. Ich hoffe, der schießt auf eine andere Mauer, ne? Auf der Lauer. Weil der schießt ja nicht immer auf die gleiche. Ja, schauen wir mal, was passiert. Oh, 2 Geister sterben, Alter, das ist jetzt so teuer, Mann, das Spiel. Ja, dafür tötest du mich. Dafür ja, na, war. Töten ist ja schon mal ganz anderes. Oh, guck mal, ist schon auf. Nein, wie viel Lack hat er denn? Ist schon auf, er stimmt. Ach ja. Nein. Mensch, guck mal, ach, hier Titan. So. Ach, kack, süß, shit, ey. Ja, er greift trotzdem nicht an, ey. Oh, das ist doch zum Kühlmelken hier. Dann gehen wir doch mal zum Haupteingang, ne? Immer so nett gegeben. Alter, was die macht schwarzen Ritter haben 120 Leben und davon hast du erstmal 6 Stück, ey. Ey, du hast Füvern. Oder Wüvern, ja. Oder wie die heißen. Wow, ey. Ja, was wow. Komm halt rüber von deiner Kackmauer. Nee, anstatt sich halt immer nur zu verpiesen. Nee. Du wolltest ja was von mir. Ich kann das höchstens über Zeit gewinnen, anders kann ich das nicht gewinnen. Ich bin fett am Arsch. Das wirst du nicht über Zeit gewinnen können, weil meine Balliste auch irgendwann auf deine Viecher da schießt. Ich hoffe, das ja, kriegst du langsam. Komm, mit dem ist schon nah dran. Die können fliegen übrigens. Falls du dich dann irgendwie interessiert. Nee, ich weiß, dass deine Füvern auch fliegen können. Warten auf den richtigen Moment. Können die nicht so ein Dingens-Attacke machen? Eine AOE-Attacke? Wer? Die Wyvern? Nee. Dass glaube sie nicht. Mehrere Felder gleichzeitig angreifen? Können gar nichts, die sind scheiße. Boah, ey.
Boah, hat Jay sich richtig sneaky da durchgebitcht, ey. Was heißt denn sneaky? Ja, nix. Halt, ich hab's halt nicht bemerkt. Achso, ich dachte schon weiter. Ich hab's halt nicht bemerkt. Das war schon gut, Jay. Muss man ja mal sagen. Boah, bis da mal endlich die Untoten da ihren Wall nach vorne gesetzt haben. So, jetzt hier rein da. Nee. Wir jetzt endlich da hier Eintritt haben in deinen Festung. Ich will hier nichts angreifen, ey. Jetzt komm mal endlich raus, du feige Nuss. Schön warten, schön. Du feige Nuss, ey. Also ihr kämpft, also wenn ihr zieht, dann zieht ihr auch nacheinander, beziehungsweise ja, ja. Wer halt. Wer dran okay. ist. Also das funktioniert halt schon ganz gut so. Komm hier. Bitch! Alter, meine Lichts sterben am laufenden Band. Das ist schon assi. Jay hat halt echt taktiert, ey. Boah, jetzt geht's schon an meine Skelette. Oh. Ne, Skelette sind ja nicht das Schlimmste, ey. Das ist ja die Kacke. Oh, dein Titan hat Pech, das ist gut. Ah, dieser verfickte Burg, ne? Gut. Alter! Guck das mal einer gut. an. Da kann ich einen wegsnacken hier. Aber jetzt will er mich hier wegsnacken. Nein, der kann so weit reiten! Guck mal, hier direkt zwei von deinen besten Viechern gekillt. Zwei. Das ist doch schon mal ganz okay. Oh, ich hab keinen Mana mehr. Wenn du nach vorne willst, Sepp, können wir Alter, das auch so machen, das Spiel. Alter Vater. Wenn du rein willst, willst du halt rein, Sepp. Was? Ja, Peter, viel Spaß euch gleich noch. Das ist nett, dankeschön. Der hat gleich zwei. Achso, ich bin ja immer noch dran. Ups. Schaden macht das. Mal hier. Bumm, noch einen weg. Alter. Meine stärkste Einheit wird hier einfach weggerotzt, ey. Einer klar, noch einer weg. Sei froh, dass bei Titan nicht so häufig dran ist, ey. Der wird gerne schießen. Ja, was mache ich denn jetzt mit meinem einen Bogenschützen? Was kann ich denn töten hier? Nix. Nix. Nicht wirklich. Die Dämonen, da tue ich dir eher noch einen Gefallen mit hier. Das gibt warum nicht. Tust du mir einen Gefallen damit, wenn du meinen armen Dämonen kaputt machst? Zwei Schaden macht der. Leckt mich fett, ey. Dieser scheiß Hurensumpfkacke hier, ey. Kommst so, nicht rein. Ich mach jetzt erstmal einen macht auf Angriff, die Mütze. Ja, tschüss. Ja, zack, tot. Das war so klar, dass die einfach abkacken. Gegen 72 Skelette, ey. Vor allem meine Zombies sind auch schon angekommen irgendwann. Alter Vater. Ja, ich greife da mal mit meinem einen Bullen mal was an. Mal gucken, ob das irgendwie was macht. Ne? War doch schon mal ein paar Skelette. Ja, die Skelette aber du werden hast so hart viele dezimiert. Davon. Ah, ich werde gleich richtig so viele wiederkriegen. Hoffe ich. Ja, das ist das Schlimme. Alter, immer ist der Titan ist nicht dran. Mann, Olli. Schieß doch mal mit ein paar Blitzen. Das ist gut. Komm, machen wir mal ein paar Skelette kaputt hier. Das war zwar jetzt mit meiner Wyvern, aber... Ja, eine Einheit lebt noch, Peter. Ne, zwei. Eine. Ich chill, und die ist jetzt tot, weil... Ja. Was soll ich denn noch tun noch ist sie hier? Nicht dran. Noch ist sie nicht tot. Aber ja, aber wenn ich sterben. Jetzt damit haue, ist sie jetzt tot. Ja, komm hier, peng. Ach nee! Ach, du hast keinen Rückschlag. Ja. Egal. Aber du hast jetzt meine Burg, das ist ganz schön nice. Ich hab jetzt deine Burg. So, 37 Skelette, 5 Liche, 4 Geister. War teuer, Herr Lenzen. Ich reg mich da drüber auf. Ich glaube, für dich war das schlimmer. Ich hab jetzt eine ganze Burg und hab ja, ja, für dich ist das schlimmer. Ich stell mich jetzt ein bisschen an. Kacke, ey. Meine andere Armee ist auch voll Wurst, ey. Na, Jay, clever gespielt, muss man ja sagen. Nach Tag 7 oder ich hab ab jetzt 7 Tage Zeit? Ab jetzt, glaube ich. Ja, dann beende ich meinen Zug hier. Und Peter ist am Zug. Ja, konnte ich jetzt gerade ein bisschen chillaxen.
Na, Peter, ist das juckt halt auch gar nicht, dass hier ich weggemacht werde und Jay voll gefeedet wird. Was soll ich denn machen, Sepp? Was möchtest du von mir? Willst du mir hart um den Sack gehen oder was? Nee, dich über Jay beschweren einfach. Achso, ich soll lieber warten, anstatt halt dann anzugreifen, oder was? Nee, von dir war das super clever, Jay. Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass wir uns jeden Tag kaputt machen. Dein Zug war super clever. Und ich hab einfach. Dass du aber auch nicht drauf geachtet hast. Ich stand halt wirklich so 2-3 Runden bei dir in deinem Sichtgebiet eigentlich. Ich hatte was anderes zu tun, deshalb war ich ein bisschen abgelenkt. Immer. Aber scheiße. Aber du hast mich dezimiert, aber ja, jetzt muss ich 7 Runden warten. Vielleicht geht jetzt auch gleich Sepp zum Feder rein. Alter. Wer weiß, was der macht? Ja, würde ich. Wer weiß? Ich sehe nur gerade, Alter, die halten ja richtig viel aus, diese Augen des Bösen. Ey, Augen des Bösen sind nicht schlecht. Für Stufe 3. Die machen mich ja platt jetzt hier. Die machen dich platt. Weißt du, Jay macht mich platt, Peter machen die Augen platt. Ja, Alter, das ist zum zweiten Mal schon, dass die zweimal angreifen dürfen. Oh, das ist assi. Das ist echt assi, wenn die schießen können. I feel you. Wird jetzt ein ganz schnelles Ende für mich geben hier. Ja, du wirst jetzt entweder auf eine der drei. Vielleicht hast du aber, ich weiß ja nicht, was in dem neuen Gebiet ist. Vielleicht ist ja da auch eine Burg. Ja, dann hätte ich die ja wohl schon lange, oder? Ja, weiß ich das? Siehst du das? Das weiß ich halt nicht. Nö, wie denn? War das nicht, wenn einer noch eine neue Burg hat oder so? Da ist die fucking Salve. Erstmal auf mich selber schießen, smart. Aber ich sehe, du hast keine Burg. Wie siehst du das denn dann? Das sehe ich, indem ich in die Diebesgilde gucke und du mit der Anzahl der Städten weniger hast als ich. Weniger als Peter. Hast, ja, das ist weniger als Peter. Ah, okay. Also du hast keine Burg im Moment. Okay, gewonnen. Alter, das war schmerzhaft. Wahrscheinlich. Holy shit. Glaube ich. Da ist er weg. Alter, viele Bogenschützen bewachen es. Alter, das ist echt Witze krank. Hier oder was? Vor allem auch wieder Fernkämpfer. Aber die macht plus 4 Wissen, Peter. Ja, aber die schaffe ich jetzt nicht mehr, die vielen Bogenschützen. Ich habe fast keine Truppen mehr. Alter, geh die mir auf den Piss hier, ey. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist noch Einheiten rekrutieren hier vorne und dann. Ja. Asi! Komm, jetzt geh mir nicht auf den Sack hier. Hoch da. Du bringst mir jetzt die Einheiten. Nächste Runde machen wir dann die. Sepp! Oh, viel Spaß. Dran. Oh, jetzt okay, macht. Meine leidige Runde. Ich habe 7 Tage übrig, um noch was zu reißen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Versuchen das mal einzunehmen. Aber. Du wirst wahrscheinlich irgendwo in deinem Sumpfgebiet rumlungern. Fuck, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, gib mir, ey, du blöde Mistkuh. Alles sehr uncool. Muss irgendwie gucken, dass ich meine Burg wieder krieg. Und hoffe, dass Jay einfach sich verpisst. Wovon träumst du denn nachts, ey? Ja, ich werde einen Scheiß mich verpissen. Ich werde jetzt in der Burg warten, bis du die eroberst. Oder ich verteidige meine Burg. Oder Peter verteidigt seine. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt nur 3 Burgen auf der Map. Ich fürchte auch.
Also irgendeiner musste dich jetzt entscheiden. Das ist ganz schön gesehen. Ja, ich habe halt immerhin 7 Tage Zeit. Das ist ja schon mal ganz okay. Aber es ist nicht so viel, ne? Also ja, aber besser als bis zum Tag 7, was ich ja eigentlich dachte. Ja, okay. Ja, das wäre schlecht. Dann wäre ich direkt tot quasi. Das wäre kacke. Das wäre auch dumm. Ja, das wäre wirklich. Ich finde 7 Tage sogar schon ziemlich eng. Ziemlich. Also ernsthaft? Mano, ey. Achso, okay, ich dachte jetzt so, ja, Peter. Peter ist ein üblich, ist ein üblich so ein schnippisches Ding einfach mal. Ja. Cool, ich kann nichts mehr machen. Dann denkt, viel Spaß, Jay. Ja, mein Held kann sich nur bewegen. Peng. So, Sexy Jay ist am Zug. So, jetzt gehen wir da hin. Was ist denn da noch in der Ecke? Du, was macht der hier? Geht hier hin. Übernehmen. Einnehmen. Das da oben hätte ich gerne. Okay, aber bei Sepp irgendwas Nettes bauen. In der Stadt. Hm. Das hier vielleicht noch. Guck, ich rüste sogar deine Stadt auf, Sepp, wenn du sie wieder bekommst. Ja, danke. Also wenn du jetzt einfach dann weitergehst, dann wäre ich dir sehr dankbar. Nee, ich gehe nicht Wie weiter. Wie soll Sepp jetzt wieder dann kommen Dann hätten wir können? Zumindest ein bisschen indem Spaß er, noch. Indem er mich angreift, meine Stadt erobert. Seine, also die Festungsstadt. Ja, gegen also, die krasse Armee plus noch die Armee, die du da sowieso gerade gekauft hast. Aber ist kein Problem. Guck mal. Also, was willst du machen? Hast halt verloren, oder? Ja, wir haben verloren, aber wir haben gepennt. Gucken wir mal, wo der Sepp denn ist. Ich beende meinen Zug. Und ich beginne meinen Zug. Oh, rüber damit. Der Vorteil, den ich natürlich jetzt echt habe, ist halt, ich kriege jetzt auch noch das Gold von Sepp statt, ne? Ja, das ist halt die Scheiße. Der ist voll hart gefeedet, der kriegt jetzt quasi 8000 pro Runde. Nee. Tatsächlich nicht, weil das Kapitol nicht mehr drin ist in der Stadt. Ich frage mich, ob du das neu bauen müsstest, wenn es eroberst. Achso, also hast du kein Kapitol mehr drin? Das habe ich gerade erst fertig gebaut gehabt. Ja, ja, das ist nicht mehr drin. Das wird, man kann nur ein Kapitol pro... Achso, das kann sein. Ja, dann muss ich Dingens das wahrscheinlich neu bauen. Ja, geil, nochmal 10.000. Ah, Ding, dann ist geil, länger. Ey. Richtig gut. Lohnt sich richtig, das Ding zu erobern. Ja. Es ist halt echt assi. So, ich komme hier, Bogenschützen. Bin unterwegs. Ja, guck mal, jetzt habe ich auch mal ein Neumal hier. Zack. Bevor du das erste Mal dran bist, habe ich dich schon um die Hälfte reduziert. Möchtest du mich jetzt auch noch angreifen, Peter, ja? Habe ich das richtig verstanden? Bist du ein Bogenschütze? Ja, aber ich fühle mich so wie einer. Wie fühlt sich denn scheiß Bogenschütze? Da kann nix und kriegt immer auf die Fresse. Anscheinend hat er das überlebt. Ja, okay, jetzt ist er tot. Ja, Krone der höchsten Magier, das gefällt mir doch. Ups, die nehme ich doch gerne an. Und wo gehe ich denn jetzt hin? Jetzt kann ich noch theoretisch... Peter, mach dich bereit auf einen richtig harten Schlag von Jay. Erstmal musst du weg sein, ja? Und danach kann ich mich um Peter kümmern. Ja, bis dahin bist du ja schon gefeedet. 7 Tage mal 8000, nee, 6000 kriegst du, ja? Dann hast du bestimmt noch eine Goldmine, dann hast du 7000. 7 Tage mal 7000... Das ja, das ja bringt ja auch was, das sehe ich ja auch ein. Also das ist ja, das funktioniert ja plus auch alles. Plus 2 Städte, ja wo du die OP-Viecher kaufen kannst, also... Das stimmt. Naja. Welche OP-Viecher? Ja, du kannst halt die stärksten bei mir kaufen und die stärksten bei dir kaufen. Was will ich denn mit deiner Gummelstadt? Da wird ein Scheißwetter gekauft. Kauf nur für mich. Als ob, das ist doch besser, wenn du bei mir die starken Viecher dir noch mitkaufst. Als irgendwie bei dir so cooler. Kackstufe 2 Viecher. Ich finde meine Einheiten cooler. Ich gebe mal ab an Sepp.
Ja, jetzt wo Jay mir dann auch meine ganzen Sachen klaut, bin ich ja richtig geil am Arsch. Was mache ich denn? Er hat einfach seinen Titan da in die Stadt gesetzt. Das heißt, sowohl die Stadtmauern werden mich niederballern, als auch dieser Titan wird niemals sterben. Das ist schon mal scheiße. Ja, komm, also ich hab dir jetzt ja wohl die Möglichkeit gegeben, dass du es zurückerobern kannst. Ja. Also du hast ja mehr Chance, als wenn ich meine Armee noch da drin hätte. Plus dein Vieh ist auch direkt daneben. Also ich muss erstmal hier vorbei. Achso, ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich weiß ja nicht mal, wo du stehst gerade. Mit deiner Truppe. Ich hab halt Angst, dass ich hier gleich voll in die Arme laufe und dann meine Sachen verrecken. Na, weil du ja so schwach bist. Das kann ich gut verstehen. Ich habe jetzt keinen Titan mehr. Ich habe ja keine Ahnung, was du noch für Truppen hast, ehrlich gesagt. Also wirklich das nicht. Stimmt, keine das Ahnung. Weißt du nicht. Aber ich hoffe natürlich nicht so viel. Ich kann dir auch sagen, das ist richtig krass, was ich noch an Truppen habe. Ja. Ich muss jetzt warten, bis er dich nochmal 1000 von meiner Mine krieg und dann kann ich mir hier Viecher kaufen. Das geht. Okay. Ja, bei mir ist leider nicht mehr so spannend, liebe Zuschauer, aber dafür ist Jay jetzt dran. Ist er das? Jetzt bin ich auch weitergedrückt. Ah ja. Jetzt bin ich da. So. Ja. Ups, ich umsegel in der Zeit mal weiter hier die Welt. Boah, keine Ahnung, wo Sepp ist. Oh fuck, da ist die Goldmine. Gut, dass du die da nicht kriegst, wenigstens. Einmal schon gedacht, dass das gerne hättest, dass ich die nicht hab. Dann könnte ich jetzt das machen. Boah, scheiße, ey. Wenn ich da die 10.000 nicht ausgegeben hätte, dann hätte ich die ganzen Viecher kaufen können und dann hätte ich den einfach abwehren können. Das wäre so gut gewesen. Wobei, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die wirklich abwehren hätte können. Du hattest ja echt schon viele starke Viecher. Genau, und deswegen beende ich meinen Zug. Was zu denn jetzt? Und scheiße, ich habe mich aber mittlerweile echt ein bisschen drüber rum entdeckt. Kann ich auch Items tauschen zwischen Helden? Ja. Warte mal, ich hab ja schon eine Kopfbedeckung. Oh, das ist sogar per Drag and Drop, glaube ich, Peter. Boah, was? Bin mir gerade nicht sicher. Hey, what? Und du nach da? Und. Der muss das jetzt nutzen und Jay wegmachen, bevor er. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass er nicht Richtung Festung läuft, sondern zu Peter. Ja, weil ich dann nämlich an dem fetten Vieh hier vorbei muss. Warte mal. Ja, aber ich sehe das fette Vieh nicht. Was steht also da? Ich da steht nicht. Ein Rudel campen. Das sind die berittenen Reiter. Lol. Alles klar. Ein bisschen stark. Ja, okay, und Rudel campen machst du wohl nicht so leicht weg. Die stehen zwischen mir und Peter. Aber wo bist du denn dann? Jetzt kriegst du die Chance, das zu probieren. Du meinst die Chance, entweder Jay seine geile Armee zu schlagen oder einen Rudel campen zu töten? Ja. Das weiß nicht mal, was das ist, Campen. Campen, das machen das sind Ritter. Camper. Das sind so Camper, die haben ein Zelt. Und die chillen dann da und werfen dich mit Campingstühlen ab und so. Wäre geil, wenn das so welche wären, ey. Boah, Jay, du gehst mir so hart auf die Nüsse. Ja, was mache ich denn jetzt? Gehe ich dir jetzt angreifen? Gehe ich jetzt sterben oder was mache ich jetzt? Das ist das Schöne, das liegt ganz in deiner Entscheidungsmacht. Boah. Ich glaube, Sepp ist im Sumpf. Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock mehr, ne? Aber ich kann sowieso nichts mehr reißen. Ich kann einfach nur hier stiller Teilhaber spielen. Das ist ganz schön assi. Was?
schon mal besser. So. Nein, ach, jetzt habe ich den falschen Bewegung. Ach, komm. Na, egal, weiter geht's. Leute. Ach, ich bin dran. Nix. So, Sexy J ist wieder on the Reihe. Oh, hier, guck mal. Okay, oh, geil, 1500 Gold. Nice. So. Ich klau dir deine Sachen. Nee, noch nicht. Ah, nee, das war woanders. Ich hab ja, aber gar wollte gerade sagen, ja, ja. Jetzt habe ich deine Goldmine. Jetzt hat er meine Goldmine. Scheiße. So. Du wanderst nochmal nach oben. Oh, stehe ich dir jetzt voll im Weg? Bin mir gerade nicht sicher. Was mache ich hiermit? Ja, jetzt komme ich gerade nicht zur Burg, das stimmt, Jay. Das ist gut. Jetzt kann ich keinen Hinterhalt anzetteln. Hm. Wäre geil, wenn mein Held diesen einen Zauber könnte, womit man eine Einheit direkt tötet. Gott gab es doch. Egal was für eine. So. Und sonst bin ich, glaube ich, durch wieder mit meinem Zug. Deswegen ist Sepp dran. Nee. Ja, jetzt ist Jonathan, Sebastian, Peter dran. Oh, ich bin dran. Ein witzig. Eingeschüchtert von der Stärke eurer Streitkräfte beginnen die Hobgoblins zu flüchten. Wollt ihr sie verfolgen und angreifen? Jetzt hat er endlich seine Kiste. Nimmst du die Erfahrung oder nimmst du das Geld? Tja, das ist immer so das die relevante Frage. Immer das. Ja, ich nehme eigentlich immer gerne nur die Erfahrung. Ja, ich auch. Aber manchmal ist halt auch das Gold nicht unwichtig. Ja, da denke ich mir auch. Lass dich auch nicht in die Karten schauen, ey. Halt dein Maul, kannst du auch sagen. Manchmal braucht man auch andere Sachen. Als alles. Was? So, was haben wir denn? Tag 7 haben wir? Oh, was kann ich denn da jetzt? Sepp wartet, glaube ich, auf Tag 1, damit er gleich irgendwelche Truppen bauen kann. Ja. Vielleicht. Damit ich die krassen Truppen bauen kann, die ich mit meinem krassen Geld kriege. Ich habe keine Ahnung, was du machst. Weil ich gerade ja auch noch so krass viel Geld über hatte. Ja, das bringt alles nichts, was ich hier machen will. Scheiße. Ich muss warten, das ist zu wichtig, Leute. Also das wird auf jeden Fall krass, Jay. Das habe ich irgendwie im Gefühl. Ja, wird das krass, oder was? Baust du gerade deine neue Stadt aus, oder wie? Ja. Die du hast? Kann ja noch ein bisschen chillen, ne? Also kommst jetzt nicht in den nächsten 7 Tagen vorbei. So. Also kommst jetzt nicht in den nächsten 7 Tagen so. Vorbei. Was hast du denn für eine Stadt? Möchtest du das schon verraten, oder müssen wir das noch herausfinden? Also ich habe eine Inferno-Stadt. Aha. Wieso ist ein Teil meiner Map jetzt wieder schwarz geworden? Aber ich gehe jetzt solo rein. Trollalalala, das ist meine Burg. Das ist deine Burg. Jay hat da was gebaut. Der Mantel der Finsternis legt für andere Spieler einen ständigen Schleier über eure Stadt. Ja, aber das hat doch nichts mit. Das ist mitten in meiner Welt, wo hier was dunkel geworden ist. Ja, aber meine Stadt wohl relativ nah an deiner Welt ist. Ja, aber nur ein kleines Fitzelchen. So mittendrin, in meiner Welt, kleines Fitzelchen, schwarz. Ja, so, weil du wahrscheinlich mit irgendwas anderes das hast. Mit irgendwas anderem. Oh, ja, stimmt. So, mit deinen Truppen zum Beispiel. Aber das ist gut zu wissen, dass Sepp eine andere Stadt hat. Gut, dass ich ja nochmal gecheckt habe. Naja, lange warten. Ja, hoffentlich können. Machst du mich jetzt platt, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, keine Angst. Ich habe kurz entschieden, ich komme schon näher, mich noch zu wehren, aber die Stadt ist leider auf Stufe 0, also noch niedriger als womit man startet, und das ist jetzt unmöglich, nachdem ich die Goldminen nicht mehr habe. Also bin ich eigentlich nur noch so ein ausblutendes Schwein, was da rumliegt, und Jay tanzt da drum rum. Alles klar. mit einem Lachen im Gesicht. Ja, zu Recht. Also ich freue mich da natürlich drüber. Natürlich freust du dich da drüber, du Arsch. Guck mal, da ist er! Drakon! Ja, klopp mich kaputt. So, Drakon. Ich stehe vor dir.
Kämpfen wir gleich, Mr. Drakon? Oder noch nicht? Aufs Maul, ey. Ach, guck mal, bei dem anderen hat er schon die Höllendrachen. Ja, alles klar. Klammern. So, dann wäre endlich mein Zug. Nee. Sepp hat eine andere Stadt, aber wahrscheinlich wird die nicht so viel reißen. Ich habe keine Ahnung. Meinst du, wenn nicht so viel reißen, gar nichts? Weiß ich natürlich nicht. Schwer deprimiert. Gibt es eigentlich einen Button zum Aufgeben nach dem Kampf irgendwie? Klar. Echt? Kannst direkt fliehen. Ja, aber ich habe ja noch die scheiß Stadt da. Nee. Ich glaube, da kannst du nicht mehr viel mitmachen. Kann ich die abreißen oder so? Ich wüsste nicht. Kannst du das Spiel beenden vielleicht? Keine Ahnung. Rage Quit! Und ein kurzer Zug. Ich hab für nix. Boah, geil, jetzt ist Peter dran. So, nach Peter. Ihr Lieben, ich bin dran. Und Jay hat Einheiten getauscht. Scheiße. Natürlich. Ach, scheiße, hat er echt die Einheiten. Ach komm, du bist doch eine Bitch, ey. Was bist du denn für ein Feigling, ey? Was haust du jetzt vor mir ab? Dann ist er wohl eher feige. Jetzt kannst du mich aber mal fett an meiner Mumu hier. Ja, alles klar. Muss ich hier wohl hinterherlaufen. Oh, ist ja auch nicht das Problem. Ich hasse so Typen, ey. Die noch mit ihrem Essen spielen. So, ich spiele überhaupt nicht mit meinem Essen. So. Dann jagen wir jetzt, Sepp. Aber erstmal muss ich hier noch ein bisschen... Ja, gleich drei Städte. Ja, nice. So. Das ist der Schwarzmarkt. Du bist nach oben gelaufen, ne? Gehen wir nach oben. Guck mal da, kann ich jetzt das Observatorium mal nutzen? Dann sehe ich nämlich, wo der ist. Nee, das dürfst du nicht sehen. So, du gehst dahin. Und dann bauen wir in der Zeit mal die Stadt weiter aus. Zack. Zack. Dann dürftest du auch kaum noch was weiter ausbauen können, ey. Was? Ja, noch einiges. Was für dich vernünftig ist, wenn du sowieso keinen Truppen bauen willst. Ja, nee, also deine Stadt. Ja, deine Stadt wird auch ein bisschen mal ausgebaut. Kann ja nicht angucken, weil die da so verwahrlost. Will ich ja auch nicht. So, du gehst in der Zeit da runter. Ja, und ich beende meinen Zug. Weiterlaufen? Peter ist am Zug. So, jetzt kann ich doch endlich hier mal... Jawoll, das wollen wir doch sehen. Peter! Mein letzter Hilfeschrei. Du kannst dich nicht kaufen. Tod. Ach, der kostet jetzt so einen Scheiß auch noch? Ach, fu. Ja, ey, was kosten die Riesen denn auch noch so Zeug? Edelsteine? Ja, was soll die Scheiße? Kannst ein Rohstoffsilo bauen. Auf deinem Marktplatz. Oh, shit. Stimmt. Das versorgt mich mit Edelsteinen. Da habe ich kein Geld für. Na, okay. Aber die Chance besteht. So. Wunder da. Und Zug vorbei. Jawohl, meine Lieben. Jetzt dürfen wir einmal hier uns verkriechen muss und Jay aus dem Maul geben. Ich baite den jetzt einfach so lange, bis dass ich den gleich richtig hart machen kann. Das ist voll die gute Taktik. Ich weiß das. Ja, das ist natürlich hart jetzt. Ich weiß natürlich nicht, was du da für eine Stadt jetzt hast. Das ist so traurig. Ja, Jay, also dann, komm mal. Ich warte auf dich. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich hab deine Stadt noch nicht gesehen. So. Es geht weiter. Wie immer mit dem Schiff als erstes. Ach, ich ärgere mich so hart, dass ich das verkackt hab, ey. Tja. Ach komm, gucken wir mal. Aha. Ich war halt total fixiert, weil das war genau die Zeit, wo ich gerade die Stadt entdeckt habe.
und halt nicht rechts geguckt habe, nur links geguckt habe, wo halt jetzt die neue Burg ist und gedacht habe, boah, geil, die kannst du halt jetzt geheim halten, dass du dir die wegsnacks. Ja. Oh, wurde geschlagen. Krass, ey. So, boah, ja. Und den kann ich erst in der nächsten Runde angreifen. Ist ja wohl ein Witz. Und das seht ihr in der nächsten Folge hier bei Heroes. Ja, wohl ein Scheißwitz, ey. Genau ein Feld vor seiner Fickstadt muss ich da jetzt stehen bleiben. Finde ich gut. Naja. Gut. Der kann ja deine Mauer bauen. Ich hab kein Geld. Mit, ja, wird dich auch nicht mehr retten. Ja, eine Mauer kannst du gerne bauen. Guck mal, eine Basiliskengrube hast du nicht. Die kann ich nicht, das kostet 500. So. Zug beendet. Zug begonnen. Nee, will ich nicht angreifen. Da sind nämlich nicht die Campen vor. Der Sepp hat nämlich geschwindelt. Was? Die Campen sind nicht vor Peter. Peter ist jetzt neben dir. Doch, die Campen sind vor mir. Ja, die Campen sind aber nicht vor Peter. Der Weg doch, ist aber rechts. Du kommst von hier aus nicht nach Peter. Doch, rechts. Ja, okay. Ach, ey, lol, und wie stimmt. Kommst du dahin? Hä? Hiermit. Hä? Die Kriegseinhörner, die sind im Weg. Hallo, Peter. Ihr habt ihr noch nicht gesehen. Achso, okay. Aber 2 Meter nach vorne ziehen. Nee, die Kriegseinhörner sind rechts, Jay. Ja, mein. Achso, hab ich links und rechts vertauscht. Nein, vorne hast du gesagt. Ja, das bringt vorne, Peter nichts. Das fehlt mir und Jay ist voll durch, ey. Und so einer gewinnt auch noch hier, ey. Das fehlt mir natürlich wie immer. Okay, na gut. Tschüss. Ja, da wird ein schneller Zug, glaube ich, hier. Was machen wir denn? Kannst nicht so viel machen, oder? Hast du noch einen Helden irgendwo Geld? Draußen? Was kann ich noch bauen? Das kann ich nicht bauen. Ach, das ist gar keine Inferno-Stadt, das ist eine Dungeon-Stadt. Das ist ja noch geiler. Ach so, Dungeon. Ja, alles Dungeon-Schmungeon hier. Scheiße, ich habe auch keinen Marktplatz, sodass ich auch nichts tauschen kann. Weil ich habe ja keine Rohstoffe mehr. Ich habe kein Holz. Ich kann sowieso nichts bauen. Ja, dann ballern wir das Geld raus für Einheiten. Wo kann ich denn hier so... Da! Zack! Leer gekauft! Lass dir nichts zurück! Ja? Okay, weiter geht's, Jay. Selbst Henkers Mahlzeit hat begonnen. Willst du noch... Hast du noch irgendwelche letzten Henkers Worte? Mahlzeit. Mein letzten Wunsch, gib mir meine alte Stadt wieder, du alles Bitch, klar. Ey. 42. Alles klar. Von den Harpien ist natürlich schon hart. Schon einige. Alles klar, Jay. Du hast einen Fernkämpfer, ne? Ich habe ganz schön viele Fernkämpfer, ja. Ja. Ich drück mal weiter. Erstmal Mana klauen von Sepp. Ja, das ist doch, oder? Super wichtig. Entzieht jetzt. Feind Mana, ja. Ja. Greif an. Wie kann ich eigentlich aufs Wasser? Ja, einige. Mit dem Schiff. Genau. Oh, Dracula. Wir waren Schiffe direkt am Anfang. Er hat richtig schicke Zähne. Ja. Das haben nicht übertrieben hässlich, das Vieh. Ja. Du kommst schon bis zur Hälfte. Das heißt, du kommst auch gleich bis vorne, ne? Das ist ganz schön scheiße. Dran. 2, 4, 6. Ne, du kommst da nicht dran. Ich weiß ja nicht, was du denn am liebsten verteidigt hättest. Ich gehe mal davon aus, dass deine Harpien relativ stark sind, die dir auf dem. Ja, die ich gerade noch gekauft habe in der letzten Runde. Jay, meine Hoffnung ist, jetzt zu sterben. Und dir das wirklich schwer zu machen. Das glaube ich. Sieht auch gar was nicht so schlecht aus. Was soll ich denn machen? Wahrscheinlich könntest du mich mit dem einen Drachen auch wegmachen. Nee, Alter, der hat nur 175 Leben. 150. Oh, ach, 115 nur? Was ist das denn für ein Lappen, ey? Ja, so stark ist der Knochendrache nicht. Ist auch nur Knochendrache. Der kann nur beißen und zacken und so. Zacken kann er. So, was greife ich denn jetzt an hier? Vampire haben 30 Leben. Hm. Töte ich ja schon mal keinen von. Die haben 18 Leben. Die haben 120 Leben.
Nicht so viel. Na komm, töt mal so einen scheiß Geist hier und dann haut er mir die gleich direkt weg. Alles klar. Fuller Attacke. Alter, der kann aber weit. Ja, oh, der hätte noch weiter gekonnt. Ich wollte noch nicht so weit. Nochmal? Geil, ein Geist nochmal. Jawohl. So, jetzt darf deiner nochmal. Das ist aber uncool. Ach ja. Zack, tot. Was? Was denkst du denn, Sepp? Was ist das denn für ein Lappen, ey? Als ob ich hier alles direkt wegmoschen würde. Ach, das ist nicht die stärkste Einheit von dir, oder? Kann das doch sein? Was? Was ist das für eine Lappeneinheit? Ja. Das ist ja auch nur einer. Aber deine Ritter sind halt krass. Alter, drei! Nur 30. So, okay. Wow. Alter, 30 Stück hat er mal eben weggeputzt, ey. Holy fuck, ey. Ja. Okay, das ist uncool. Ich versuche halt möglichst wenig zu verlieren. Alter, das ist ja echt jetzt nicht cool. Ja, bam. Das ist klar. Ach, Menno, so, ey. Troglodytes. Ach, Menno. Ach, komm hier. Zack. Bäms dich. Oh, krass, sind gar nicht so viel gestorben. Nicht mehr so viel Leben, mein armer Drache. Mein armer Drache. So, jetzt kloppen wir hier voll auf den Drachen drauf. Ja, war so klar, die feige Sau, ey. Als ob ich den Drachen sterben lassen wollen würde. Die feige Sau, dumm, ey. Nicht mal wie ein Mann dumm kämpfen hier. Was haben wir denn jetzt? Greift mich noch mit seiner Übermacht an und dann gibt er mir Zucker, aber eigentlich die Schelle. Ja, Peitsche. Was kämpft ihr eigentlich gerade die ganze Zeit? Ich kämpfe gerade gegen seine Hauptarmee, glaube ich. Gegen meine zweite Stadt kämpft er gerade, die ich gerade erobert habe, wo nichts drin ist. Und der hat seine Übermacht. Ja, was dauert das so lange? Der hat halt viele Truppen. Das ist seine Hauptarmee. Ja, hat Sepp nicht gerade gesagt, er hätte nichts drin? Ja, der labert die ganze Zeit. Ja, aber weißt du, Peter, er hat schon drei Geister halt oder so verloren. Deshalb macht er so ein Drama. Ja, weil ich halt auch nicht dumm spiele. Ich habe halt deine Hauptarmeen ausgeschaltet gerade, ja? Nee, du hast meine Stadt ausgeschaltet, wo ich keine Armee drin hatte. Das habe ich auch noch gekauft. Das meinst du? Ja, und ich habe deine Viecher geblendet, sodass du mit deinen 42 Armeen mir nicht auf den Sack gehen kannst. Schon krass gespielt. Joa, Peng, gehen die halt drauf. Ist ja unausweichlich hier. So. Joa, meine Harpion haben ja viel gemacht, die Runde. Die waren gut unterwegs. So, jetzt dürfen sie. Was töten wir denn noch hier? 70. Skelette? Boah, probieren wir mal. Ach, nicht mal getötet, ey, das gibt's doch nicht. Wie viel Leben hat er noch? Ja, zack, jetzt dürfen die auch mal schnetzeln. Ja, 18 Leben hat er noch, das gibt's nicht. Ja, die Kacke wirst du nicht mehr angreifen dürfen. Nee, das glaube ich auch nicht. Und wenn dann. Jetzt kommt er da nicht dran. Und wenn dann. Ah, fuck! Zu wenig Schaden. Das sind noch 4, Jay, also, chill mal. Ja, ah, okay. Alter, regt er sich auf, ey. Er wäre ärgerlich, wenn einer gestorben wäre. Oh ja, er hat 3 Geister verloren. Oh nein, ey. Tut mir leid. Oh, ey, so ein Drama-Queen hier. Das wäre halt ärgerlich. Ja, GZ, viel Spaß. 50 Skelettkrieger. Alles klar. Oh, jetzt habe ich eine Animation, wie ich geköpft werde. Alles klar, mit der Guillotine nice mal eben weggemacht. Alles klar. Na, so fühle ich mich aber auch. Schade, ich darf nicht mal zugucken. So, was kann ich jetzt machen gegen Peter? Jetzt müsste ich eigentlich... Ja, GZJ. So machen. Das dürfte dein Sieg sein. Ah, vermutlich. Sieht nicht schlecht aus, das stimmt. Nee.
das noch. Und dann gehen wir dahin. Und der geht dahin. Und du gehst dahin. Und in der Zeit gehen wir bauen. So. Ja, whatever. Ich beende meinen Zug. Sehr gut, ich bin dran. So, wir kommen ja am besten jetzt zu Peter rein. Was denn hier? Hier kommt man nicht rum. Ja, kommt man nämlich nicht. Keine Ahnung. Jetzt wäre ich auch gerne schon direkt zu dir gelaufen. Hallo? Also ich kann jetzt bis hier laufen und muss wieder umdrehen, oder was? Ja. Du hast tatsächlich, wenn du die gehörnten Dämonen besiegst, ist da ein Schiff. Oder du müsstest die Einhörner kaputt machen, die Kriegseinhörner. Aber damit würde ich mich nicht anlegen, weil das ist die zweithöchste Stufe von den Waldmenschen. Oh, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Oh. Vielleicht muss auch ganz weit laufen. Ja gut, sicherlich ist klar, du bist dran. Aufnahme läuft und... Ach toll, jetzt bin ich in der Sackgasse. Da lang. So, du gehst ja reiten. Reiten. Kann ich jetzt nochmal mit der rollen? Ja. Hä? Achso, steht der im Weg? Toll. Na gut. Dahin. Ja, dahin. So. Kriegseinhörner sind das Beste, ne? Und schon die aufgewertete zweithöchste Variante. Aber dann, das zweithöchste halt. Das, was halt deine Naga sind. Als ja, da krieg ich ja easy platt. Okay. Try it. Dann hast du auf jeden Fall weniger Truppen. Und ich bin... Welches Schild? Achso. Lo, kommst du da vielleicht gar nicht rüber? Ja, die paar Kriegseinhörner hier. Da bin ich mal gespannt, ob du darüber kommst. Dann muss ich jetzt, dann muss ich meinen Plan ändern. Oh, das hat keinen. Oh. Das hat es nicht. Ich dachte, damit würde ich einen töten. Nee, ja, die sind relativ stark. Einige A6 bis 10 sind das nur. Das stimmt, das geht ja echt noch. Ja komm ey! Seid ihr behindert? Ja natürlich darfst du nochmal angreifen, liebes Kriegseinhorn. Das ist ja Standard. Hast du echt nicht das meiste Glück, muss ich sagen. Eins habe ich schon mal gekillt. Scheiße, jetzt habe ich hier den Weg Fuck! Na, ich habe schon einige gekillt jetzt hier. Nein, wo willst du denn hin? Lass dich doch in Ruhe, was soll die Scheiße? Ich finde das immer noch dumm, dass ich direkt durch Sepp laufen musste. Aber zu Alter. Peter kommst du auch so, oder nicht? Nö. Außer mit dem gar Schiff. Gar nicht. Mit dem Schiff. Was? Theoretisch. Okay, das ist doch ein bisschen hart. Aber... Ja. Mit dem Schiff wär's gegangen. Ja, fick deine Mutter, du Einhorn, ey. Acht Stück waren das. Hast du sie jetzt weg, oder was? Nee, noch nicht ganz.
spannende Sache wird sein, kann Peter jetzt weiterreiten oder nicht? Alter, hab ich dich verloren. Was ist denn das? Einfacher Grundbesitz? Naja, okay. Kriegst du mehr Gold pro Runde. Kann ich mir die... Alter. Kannst du ja nicht leisten. Kostet's wieder, oder was? Hast du nicht schon ein Schild in der Hand? Nee, hab ich nicht. Okay, er wird 3 Verteidigungen bringen. Das ist nicht so scheiße. Ja, ich find's geil, dass du solche Sachen haust, wenn ich weiß. Ja, ich habe sehr viel Heroes vor Jahren gespielt. Eines der besten Strategiespiele, die es so gibt. Also so ein Scheiß kann ich mir halt auch merken. So ein Quatsch. Die Werte von denen. Was ist die Frage, ob ich jetzt hier weiterreiten kann oder was? Ja, jetzt ist leider mein Zug vorbei. Oh, ich glaube, dann kann er wohl. Oh shit. Muss ich mir jetzt aber was anderes überlegen. Jetzt bin ich der erste. Jetzt bin ich der erste Idiot, der nicht aufgenommen hat, liebe Zuschauer. Ja, ich habe ein paar Sachen gemacht hier, dat wie ihr das seht. Das ist ja gut, ey. Ja, kurz nochmal erklärt, den dahin geschickt. Also quasi, wenn man sieht, was die braunen Pfeile bedeuten. Ja, der dahin, der geht dahin, der ebenso hier. Und der ist der wichtigste, geht nämlich dahin. Und dann kann ich noch hier was bauen, kann ich nicht bauen, deswegen beende ich wieder meinen Zug. Sorry, liebe Zuschauer. Aber sonst habe ich, glaube ich, alles erklärt. So. Fuck. Jeder ist dran. Guck mal, da rennt er weg. Das rennt doch nicht. Mann, Sinn. Liebe Damen und Herren. Boah, krassester Zug ever. Aber jetzt drücke ich aber nicht auf. Nicht aufnehmen. Es geht weiter. So. Ja gut, dann wandern wir jetzt hier. Zack. Du wanderst. Ach, fuck it. So. So. Geh weg. Du bist da. Und hier kann ich nichts bauen, da will ich nichts bauen, hier kann ich was bauen. Und ich bin auch mein Zug. Okay. Geht jetzt hier mal was? Nein, wa? Na, das höchstens. Was brauche ich hier für Nummer? Okay. Dann haben wir immer wieder das gleiche Problem. Das ist auch so eine Scheiße. Okay. Also schnelle Züge. Schnelle Züge, schnelle Menschen. Peter und ich. Im Rollator. Höchstens. So. Der bekannt als schneller Mensch. Ja. Ja. Die Jagd ist eröffnet. Den Hurensmits. Hey, hey, hey. Ah ja, scheiße, warte mal hier. Du kannst noch das machen. Scheiße. Da. Das war ja mein ursprünglicher Plan. So, was fehlt mir denn hier jetzt noch, bitte, liebe Zuschauer? Ach, fuck. Ah, gar nichts mehr. Kann ich kaufen. Danke. Und hier will ich nichts mehr bauen. Nee. Da will ich auch nichts mehr bauen. Dann kann ich jetzt noch mit DB laufen. Und beende meinen Zug. Sehr gut. Oh Gott. Nein. Oh. Da lief der Baba einmal gerade rum. Hab ich genau gesehen. Da kommt er wieder. Der Jabakas. Jabadabadu. Jabadabadu. Jabadabadakas. Ich finde aber so eine mittlere Map nicht zu klein. Nee. Also ist halt okay, also von der Größe tatsächlich, von der Größe her. Ja.
Natürlich schade, dass Sepp jetzt nicht mehr zugucken kann. Bringt ja nichts, Teamviewer anzumachen, ne? Nee, das ist Quatsch. Wegen der Aufnahme dann auch. Ich weiß nicht, ob das dann zu schlecht ist. Machst du Peter jetzt eh fertig in 2 Runden? Nee, das noch nicht. Also, das werden die in 2 Runden sein. Peter wird bestimmt sich gut. Also, Peter wird auf jeden Fall ein bisschen ausgerüstet sein. Gehe ich mal von aus. Nicht? Schauen wir mal. Also, werden wir sehen. So, werden wir sehen, was der Peter so hat. Mittlerweile haben wir dann alles fast umschippert. Ganze Map aufgedeckt. Der kann so wenig laufen, ne? So, rein mit dir, aufrüsten. Das bauen. Und mit dem ersten Helden von Peter angreifen. Oh, das wird spannend. Das wird echt spannend, ey. Fast so spannend wie gegen Sepp. Zack. Ich greife dich jetzt übrigens mal mit Sepps-Truppen an. Mal gucken, was denn Sepps-Truppen gegen dich ausrichten können. Peter, du hast die Stadt nicht verteidigt, du Idiot. Ist da keiner drin? Doch, wenige Djinns. Kommst du da jetzt so einfach rein, oder was? Ich kann da reinlaufen, ja. Auch nicht schlecht. Nee, das ist... Weißt du, bei nicht mir angreifen und jetzt da einen Rückzieher machen, das ist ja richtig. So. Und ich beende meinen Zug. Musst du ein bisschen pokern. Du musst den Helden jetzt da reinziehen quasi, die in die Stadt gehen und dann den Helden quasi reinpacken, sonst ist der nicht drin in der Stadt. Ja, das Problem also auf die ist, mit dem Helden, da ist kein Platz. Klicken. Warum? Weiß ich nicht, hier ist kein Platz in dieser Garnison. Weil da ein anderer Held ist? Weil da Truppen ja, wegen sind? Wegen den Einheiten, glaube ich. Ja, wegen den Truppen. Ja, dann kannst du ja mischen, löschen oder... Ja, kannst du ja reinpacken. Kannst du nicht die Djinns aufrüsten? Was ist da Djinns wahrscheinlich gemacht drin? Dann müsste es ja gehen. Also ist er schon weg. Dann stellt sich jetzt die Frage, ob ich eine Chance habe oder nicht. Schon mit der Truppe. Das war the money. AJ, Kampffight. Okay. Ist das der Final Fight? Was ist das denn hier? Habe eine Meerjungfrau gefunden. Ariel. Ist ja toll. So. Ja, greifen wir an. Mal gucken. Okay, Peter hat noch kein Schloss. Das heißt, er hat noch kein Kapitol. Hui. Das ist richtig. Ist gut. Aber dafür hat er schon 2 Giganten, Alter. Wie kann ich denn zaubern? Nicht so viel. Eher ganz schön, Alter. Ich glaube, das werde ich verlieren. Mal gucken. Bin ich gespannt. Mit meinen Gummeltruppen, meinst du? Verlierst ja, du? Ich habe relativ viele. Also ich habe alles ausgekauft, was geht, ja? Wer ist denn dran? Peter ist dran. Ja, ich hatte ja... Alles klar! Peter hat einen fucking Kettenblitz mal eben durch meine Armee gefeuert. Alter, mein Titan ist instant tot. Willst geil du mich verarschen? Also nice, das, Peter. Ja, das kam jetzt ein bisschen unerwartet, Alter. Okay. Ich musste unbedingt vorher noch zu diesem scheiß Brunnen. Das war halt wichtig. Alter! So, ich weiß das gar nicht. Musst du erst die Dingens kaputt machen, bevor du rein kannst? Na, Fliegende können rüber. Also, ich hab 2 Fliegende. Um es dir einfacher zu erklären. Einmal, ja, siehst du ja, was voll fliegen kann von denen. Das ist ja nicht allzu kompliziert. Ja, ich bin dran. Scheiße. Ganz vergessen. Sorry. Jetzt ist Peter dran. Alter Vater, ey. Boah, wird meine Armee zerstört, ey. Wie oft kannst du diesen fucking Kettenblitz machen? Ich hoffe nicht allzu häufig, aber ich glaube, den kannst du teuer ziemlich... Ja, den kannst du doch richtig häufig machen, so eine Scheiße. Alter, das wird richtig böse gleich. Selbst mit meiner Hauptarmee wird der richtig. Der ist ganz schön zerstört teuer, der kostet 24 Zauberpunkte. Ja, 24 Zauberpunkte, du hast 110, du Penner. Woher weißt du das?
wenn ich Rechtsklick auf dich machen kann, auf deinen Helden, kannst du auch auf meinen, mit meinen ganzen 5 Zauberpunkten, die ich nur hab. Ah, ich bin nochmal dran. Fuck. Der Kettenblitz geht übrigens auch auf dich, wenn du in der Nähe bist, ne? Ich weiß, das ist mir schon passiert. Achso, alles klar. Komm, mach die Wand kaputt. Yes! Jetzt. Ja, alle da stehen halt, ey. Alter, 35 fucking Kreaturen sterben. Das ist mega heftig. Ah, meine Gorgonen, die werden jetzt auch richtig böse. Die machen Schaden. Was ist das denn? Er tötet nochmal ein paar. Im Nachhinein. Wenn sie angeschnaubt haben. Eine Erkältung, meine Gorgonen, meine Rinder. Okay. Was mache ich Peter denn jetzt am besten kaputt? Machen wir Moshpit. Alles klar! Boah, die sind so scheiße, die Einheiten von Sepp. Die werden komplett zerstört. Ja, so ging's mir auch. Alter Vater, Sumpf ist echt das schlechteste von allen. Da hab ich echt sicher gefühlt gegen Fehler, bis er mit seinem fucking Kettenblitz ankam. Alter! Der ist echt krank. Der ist geil, ne? Der ist super heftig, Mann. LOL! Alles klar, jetzt hat er noch Minen auf dem Boden. Alter, Fehlers Armee zerstört mich. Naja, das ist ja nur die Ruhe vor dem Sturm. Alter! Ich hoffe, das wird gleich besser, ey, sonst. Huiuiui. Ey, jetzt flieg doch nicht wieder zurück, du Arsch! Lass doch mal meine Fliegen hier rumschwirren. Dieser verfickte Wichskettenblitz, ey. Ohne Scheiße, hätte ich ihn am besten angreifen sollen. Weißt du, hätte ich noch mehr von denen kaputt gemacht. Ich war so fair. Aber mit so einer linken Nummer rankommst, diesen scheiß Kettenblitzfeder. Was ist daran denn jetzt link? Nein, ist nicht link. Das ist nur einfach richtig MVP gewesen, der fucking Kettenblitz. War einfach richtig dumm, dass du ihn machen lassen hast. Ja. Da war ich etwas cocky. Sag mal so. Wird hart. Oh, Alter, die Gorgonen, das ist unfassbar, was die aushalten. Die Gorgonen sind die stärksten von denen quasi. Wenn die, finde ich zumindest am stärksten. Die sind richtig heavy und die können halt einen töten, was ich halt super stark finde. Todesblick. Und die haben 70 Leben, was echt viel ist. Deine Djinns beispielsweise haben 40. Alter. Deine Wasserspeier sind da dran. Fuck. Bin ein Gigant. Boah, 6 Knolle habe ich noch. Tschüss, Armee. Alter, komplett zerrippt. Das waren ja nur irgendwie 30.000 Gold oder 20.000 Gold, die ich weggeballert habe. Wieso 20.000 Gold? Achso, weil da die Wert war. Ja, weil ich die Wichs-Truppen von Sepp gekauft habe, ey. Ich dachte, mit dir kriege ich auch eine Chance gegen dich, ey. Ich wurde ja komplett weggestormt. Huh. Peter, hast du richtig nice gemacht. Finde ich nicht so geil. Muss ich ehrlich zugeben, Kettenblitz. Auch wenn das meine eigenen Einheiten waren, aber hast du richtig nice gemacht. Fick Assi. Ja, das ist doch beides scheiße jetzt hier. Okay. Ja.
Erfolgreicher Zug, ich beende mal. So, Jay ist gerade pinkeln, aber hier sehen Sie jetzt den glorreichen Sieger der letzten Runde. Ich kann noch kurz mich über meinen Sieg freuen. Ja. Das Erste, das Wichtigste, was ich machen muss, ist das. Und das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ich weiß leider nicht, wo Jay mit seinen Truppen steht. Aber was willst du machen? Der hat ja seine Base rechts, Peter, ne? Da wird er wahrscheinlich seine Hauptarmee dann herziehen. Das würde Sinn ergeben, ja. Das ist alles zu teuer. Machen wir doch mal das. Und lassen Jay ran. So. Was hat er denn gemacht? Okay, Peter ist mit seiner Armee rausgelaufen. Zu wissen. So. Bleibt mir nicht viel anderes übrig, als jetzt Folgendes hier zu machen. Alter, ey, das ist echt übel, Peter. Ohne Scheiß. Ich kann ja häufig genug ohne sagen. Ohne Scheiß? Er ist echt mies gewesen von dir. Ah, fuck. That. Ja, komm, scheiß drauf. Nee, die nicht. Okay. Gut. Bis dahin. Was macht die? Geh da lang. Bringt mir das was? Bringt mir hier gar nichts. Na, scheiße hier. Warte mal. Ah, fuck it. Dann mach ich mit denen. Mach ich denn mit der alten? Dann gehen wir halt. Dahin. So, und ich beende meinen Zug. Okay, ich bin dran. Ich bin gerade überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist, was ich hier vorhabe. Wahrscheinlich nicht. Aber das passt dann ja weiterhin eigentlich zu meinem Spiel, deswegen. Reißt jetzt irgendwas an. So, guck mal. Ich frage mich, wofür diese Riesengorgonen da stehen bei dir. Oh, das ist ja nice. Diese Riesengorgonen? Ja, links an deiner Erzmine. Da ist nix. Außer doch, ein Erzhaufen. Ja, ich glaube, da bist du auch mal angekommen. Ja, aber da war ein Erzhaufen. Ja, genau. Also im Endeffekt haben die zwei Erzhaufen. Boah, krass. Für viel Tour viele ist das Riesen ja viel wert. Wow. Ja, okay. Und Jonathan. Und Jonathan. Zug. Zug. Das war gut. So. Teuer hier. Und Zug beendet. Und Zug begonnen. Eigentlich kann ich jetzt... Ich warte auf dich, Jay. Nein! Komm doch runter! Das ist nicht natürlich. Komm, zieh deine Truppen jetzt aus deiner Burg. Ich hab dich einmal unterschätzt. Das mache ich nicht nochmal. Also ich werde jetzt warten, bis du kommst. Das ist ja scheiße. So. Ich habe wieder das Übliche gemacht. Vergessen aufzunehmen. Und zeig euch, dass ich das gemacht habe. Ja. Und sonst wieder die üblichen Züge. Und beende meinen Zug wieder. Kacke.
verkacke ich das die ganze Zeit, wo ich vorher noch mich drüber lustig gemacht habe. Ah, Karma. Wir arbeiten hier. Warum machst du das, Jay? Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt hat Peter auch noch ein verficktes Schloss. Das war, fand ich, wichtig. Das ist auch wichtig. Das kann ich dir sagen. Auch wichtig. Ach, das wäre auch noch gut, aber das können wir ja... Ach Gott, ist das teuer. Nee, das können wir auf jeden Fall knicken. Und Jay. So, jetzt vergesse ich nicht aufzunehmen. Dann zeige ich euch den Zug, den ich gerade gemacht habe. Den mache ich jetzt nochmal. Na, Jay wird langsam unkonzentriert. So. Und beenden. Ein schnelles Hin und Her. Ja. Tag 7. Ist natürlich ärgerlich, dass er sich jetzt auch noch neue Truppen kaufen kann, Mann. Ja, ich hab so viel Geld. Und Jay. Und Aufnahme. So, Behemoth-Wachstum. Das ist natürlich gut, dass keiner einen Behemoth hat. Behemoth wäre die beste Einheit der Barbaren. Das wäre natürlich ganz nice. Für manche Menschen von uns. So. Alter. Warum bist du so teuer, Spiel? Alter. Ja, komm, scheiß drauf. Okay. Hast du dir jetzt auch nur schön neue Einheiten geholt? Machst dich jetzt auf den Weg? Kann sein. Wenn ich mich jetzt langsam auf den Weg mache. Das kann sein, Feder. Aber Hauptsache, dass ich erstmal beschwert, dass ich mir neue Einheiten kaufen kann. Ja, ja. So, Zug beenden. Jawohl, Junge. Woche 2. Kann ich mir mal leisten? Ha! Ein. Nice. Und Jay. So. Alles oder nichts. Das ist jetzt hier die Devise. Das ist die Devise. Mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Wird sich zeigen. Ansonsten wird es noch ein heftiges Game, glaube ich, wenn ich Peter jetzt nicht besiegen kann, ey. Dann habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, aber ich beende meinen Zug. Und ich beginne meinen Zug. Es würde mich wahnsinnig machen, wenn du mich jetzt nicht gewinnen, also wenn du mich jetzt nicht schlagen könntest, bei den viel mehr Ressourcen, die du hast. Das würde dann halt bedeuten, dass vielleicht deine Truppe echt stark ist. Also sowohl deine Rasse und halt auch der Kettenblitz. Ey, der ist halt echt heftig. Der fickt mich richtig hart. Aber ich versuche es. Wie gesagt, ich gehe gleich all in. Okay. Und zwar jetzt. Yay, jetzt, endlich. Jetzt gehen wir all in. Ja, erst noch mal Schiff fahren und erst noch mal hier reiten. Kommst du bis zur Stadt? Ja, Siggi. Okay, Alles klar, dann kann ich die Lampen ausmachen. So. Alles klar, also mehr Peter kann ich dir nicht entgegenleisten. Und wenn du deinen fucking Blitzscheiß hast, alter Vater. Du hast jetzt auch richtig viel. Ich kenne deine Dingens leider nicht, deswegen keine Ahnung. Ja, aber, ich weiß aber, dass du Schaden machst, S-Fuck. Peter. Erstmal bist du dran. Dieser Zauberspruch wird sich auf niemanden auswirken? Das finde ich gut. Hast du irgendwelche Resistenzen oder so eine Scheiße? Keine, von denen ich wissen würde, auf jeden Fall. Und kann ich dich nicht blenden? Oh, leck mich doch am Arsch. Fängt das schon erstmal richtig... Erste Dings fängt schon mal scheiße an mit so einer Kacke. Rufst du da jetzt deinen Ass oder was? Ja, Mann, ich überlege gerade, was ich mache. Chill doch mal. Boah, Peter, ey. Guck mal, der hat Angst. Merkst du? Blutdurst. Oder ist er schon direkt am Stissel? Naja.
voller Attacke. Jetzt ist ja offenes Visier, Peter. Aber jetzt kommt wieder der Hurenblitz. Ja, komm, weißt du, wieder 43 Kreaturen, Alter. So viel hab ich nicht. Alter, dieser verfickte Kettenblitz. Kann nicht wahr sein. Kann mal zeigen, wo der Kettenblitz hängt. Ich muss echt mit meiner Truppenstärke jetzt glänzen. Ja, die sieben Geisterdrachen, die sind auf jeden Fall schon recht übel. Oh ja. Ja. Zum Beispiel, mit denen muss ich glänzen. Du hast mir halt einfach, ich hatte 280 Skelette oder so. Du hast mir gerade einfach schon 100 weggemacht gefühlt. Ja, jetzt hat auch noch die stärkste Einheit von ihm diese Scheißmoral. Yo! Drei weniger von meinen besten Einheiten. Ich höre irgendwie nur Wild, Wild, Wild. Alter, krass da aus, ey. So, jetzt kommt aber meine Reihenwaffe. Ja, meine Liche werden dich einfach richtig fisten. Die machen nämlich allen Schaden, allen Lebenden. Aua! Im Bereich. Okay, war jetzt irgendwie nix gemacht. Peter, ich glaube an dich. Scheiße. Da kommt die Rasier den hin. Richtig. Auch wenn er im Late Game gewinnt, rasier ihn. Ey, fucking Moral. Ja, bringt nichts. Ich kann deinen Scheißdings da nicht angreifen. Ich kann niemanden angreifen. Klar, du kannst doch da draußen laufen, Peter. Ja, deine Mutter kann da draußen laufen. Komm doch. Aufs Maul da. Bei 180 Skelette, Alter, wie behindert bist du eigentlich? Die Zahl habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ja. Jetzt nicht so wenig, ne? Nee. Aber der Kettenblitz macht schon sein Ding. Jo, macht gar nichts. Was ist denn jetzt für ein Move? Hey! So. Wandern. Einfach immer wegrennen vor seinen Viechern. Wenn er halt sich nur hinter seiner Fuckmauer versteckt. Dann kannst du jetzt deine Hurenblitze gerne so häufig machen, wie du willst. So. Peter, für mich bist du schon der Held des Tages. Du hast Jay richtig tilt. Auf jeden Fall. Das ist schon echt heftig, richtig Mann. Nice. Das feiere ich gerade hart. Ich habe das leider nicht geschafft. Obwohl Jay schon hart getiltet hat, als ich seine drei Geister weggemacht habe. Nee, da wollte ich einfach Hilton nur. Hilton heißt eigentlich, wenn du halt ganz viele Fehler machst, weil du halt so sauer bist. Ja, macht er ja gerade. Nee, mach ich eigentlich nicht. Wirklich. Nicht? Ja, ich sehe es ja leider nicht, aber es hört sich so an, weil Jay so rumweint. Weil der Kettenblitz echt stark ist. Dann wird Peter mir auch zustimmen. Ja, der ist ziemlich stark. Oh, Alter, der Gigant ist auch noch so eine hurenschnelle Sau. Nach vorne. Durch die Ruhe in Jays Stimme erkenne ich, dass es bei ihm besser geht. Nee, meine beste Einheit ist gleich weg. Und zwar jetzt. Ist nicht so geil. Ja, wie viele Ritter hast du? 14. Aber Peter hat auch 10 Naga. Wäre auch nicht schlecht. Ja, ja. Der hat noch 160 Skelette, Alter. Ja, das war mal nicht so gut bei mir. Also kann jetzt dieser verschissene Ballist endlich... Mann, mach doch mal ein Loch in die Mauer, du Hurending. Was ist da aus? Weißt du, bei mir hat er es direkt geschafft, ey. Du kannst mir Zauberpunkte entziehen? Ja. Ja, das ist voll assi. Ist auch gut so. Das kann er leider. Du bist dran, Jay. Ja, ja. What? So. Hat er seine Drachen wieder beschworen, ey. Jetzt muss ich mal hier unten eingreifen, ey.
Wie hat der die denn wieder geschwommen? Zauber oder was? Ja. Ja, ich glaub schon. Das ist eine Assi. Buh! Ein Nager, Alter! Ja, ich kann Tote wiederbeleben. Aber nur einen, oder? Nee, ich hab jetzt gerade zwei wiederbelebt. Krass, das ist ja voll stark. Also ich halt mit denen rumkloppen. Ganz gut. Ja, jetzt trifft das Ding beide, das ist ja schön. Wieder tot. Mann! Wie viele Mana-Punkte hat er noch? Nicht mehr viel. Das ist gut. Ich komme hier nicht rein. Meine beste Einheit, die ich noch zur Verfügung stehen habe, darf nicht rein in die Burg. Das ist so assi, diese Festung. Na, endlich. Oh oh. Finally. Oh, wandern wir mal rein. Oh! Ein Schattenritter stirbt. Jo. Gib mir. Ah nein, jetzt habe ich den wieder auf die Minen gesetzt, ich Idiot. Puff. Scheiße. Jetzt ist so. Kommst du jetzt raus oder kommst du jetzt nicht? Alter, ich hab wieder. Jo! Vier von meinen scheiß Rittern wieder weg! Ich hasse diesen Kettenblitz. Wie viele Mana hast du denn noch? Alter. Was ist das denn? Oh, doppelter Schaden. Boom! Was? Aber nicht geil. So. Zack. Alter. Das sind echt harte Verluste hier, die man hinnehmen muss. Leckt mich am Arsch. Gut, dass ich erst gegen Sepp gekämpft habe. Ja, ich reib mich ja hier komplett auf. Mann, jetzt läuft er so. Parfait. Ja! alles abgerollt. Nee, abgerollt. Geht einfach nur in die Länge gerade, aber das ist schon ein bisschen witzig. Aber geil, ich finde das nice. Das ich kann das nicht wahr sein, ey. So. Ich kann nicht. Jay, ich würde so gerne eine Fick-Dinger blenden. Jay scheint richtig zu leiden, das gefällt mir. Oh yeah. Entrance. Was ist das denn jetzt? Ach, der. Wie viele leben von deinen Schattenrittern noch? Ich kann da nicht mehr sehen. Nicht viele. Kannst Rechtsklick drauf machen, wenn du willst. 7. Sechs. Ich bin froh, dass du kein Mana mehr hast, ey. Unglaublich. Hast ja echt Glück, dass du die Geister hast, ne? Und damit viel Mana klaus. Also so viel ist das, glaube ich, gar nicht. Wird nicht immer 5 oder so? Das ist schon. Oh ja, das ist schon seit Kettenblitz nicht mehr. Das ist schon mal schön. Schon. Ja, schon ist gut. So, Skelett, jetzt dürft ihr auch mal ran hier. Zack. Boah, einer kaputt. Und 29 Skelette wieder down, ey. Die sind richtig stark. Und jetzt kommen meine dummen Zombies, ey. 3. Nice. So. Jetzt bin ich eingefallen. Endlich. Ja, das ist nicht gut. Ja, ist klar. Alle meine Einheiten, die noch leben oder untot oder was auch immer sind, sind jetzt bei dir drin. Oh, was könnte ich denn? Ach, ich hab auch kein Mana mehr. Hier, Blutdurst. Für dich. Ja,
Doppelschaden ist nice. Also die sind echt gut, die Ritter. Ja, die Ritter sind saustark. Die haben bei mir auch schon alles weggemacht und die sterben halt kaum. Ja, genau, die gehen halt nicht drauf, die Arschlöcher. Ja. Alter, die Fehler, halt ich hatte davon 14 oder 17 Stück. Ach. Jawohl, doppelter Schaden. Oh, auf die Naga, zack. Fuck. Auf die Golems, zack. Wieso schießen Skelette die auf die Skelettkrieger? Ja, weil die damit am meisten kaputt kriegen. Das macht ja schon irgendwo Sinn. So. Na, wieder Mana entzogen. Alter. Weh, du hast noch irgendwo einen Held versteckt. Ja, ich hoffe mal einfach nicht. Ich gehe mal von Nein aus. Weil das ist ja, und der ist nochmal doppelt so stark. Also auf jeden Fall dein stärkster Held. Das weiß ich. Oh, ich werde richtig viele Skelette kriegen. Nach dem Kampf. Fatales gestorben ist, ey. Das ist eigentlich nur aus deinen eigenen Leuten oder auch aus feindlichen? Aus feindlichen auch. Krass, ey. Am stärksten sind halt eigentlich die Vampirlords. Die können sich wieder regenerieren und wiederbeleben, wenn ich da irgendwas fresse und Schaden mache. Mhm. Das ist echt mega OP. Und da kann sie auch keine noch Einheiten abhängig. Hier, guck mal, jetzt habe ich 34, trifft, zack, jetzt habe ich wieder 36. Das, was das Maximum ist, das ist echt stark. So. Peter. 5 Golems stehen da noch. 5 Eisengolems gegen den Rest der Welt. Steinhaut nochmal drauf. Ja, wo stehen die denn? Ja, die überleben jetzt ewig. Oh, oder auch nicht. Alter, was ein Bericht. Peter hat mir 7 Geister dran, 27 Zombies, 37 Gespenster oder Geister oder was auch immer, 196 Skelette, 18 von meinen schwarzen Rittern und 25 Liche getötet. Alter. Krass. Also ich habe viel mehr Verluste einzustecken als du. Insgesamt gerechnet. Ja, krass. Ah, oh, Kosten. Der Blitz ist echt übel, Mann. Okay, jetzt habe ich natürlich ziemlich viel geile Scheiße bekommen. Bei mir wurde einfach der Speicherstand zurückgesetzt. Was wurde bei dir ich stecke gerade gar nicht Level verloren. Level. 50 Skelette. Ah, ich wurde Peter aus dem Spiel entfernt, deswegen. Glückwunsch, alle eure Feinde sind besiegt. Der Sieg ist eurer. Zack. Ich hab 50 Skelette auf 1000 Sachen gehabt. Guck mal hier, so einen geilen Endspiel. Nein, Peter. Wow. Boah, Alter, ich hab die Dendruidenwache habe ich als Rang bekommen. Nicer Dicer hier, Sexy J, jawohl. 38 Tage hat es gedauert, um die beiden wegzuficken. Ja, das waren einige Stunden Spielzeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst es uns wissen. Ja, vielleicht gucken wir in Zukunft da irgendwann nochmal wieder rein. Vielleicht auch mit mehreren oder was auch immer. Auf jeden Fall, haut rein. Bis dann. Tschüss. Ciao.